willkommen zum Sonntag Gringot Stream. Heute mit mir alleine. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich bin jetzt gerade mit dem Einschalten vom Stream draufgekommen, dass ich ja vielleicht auch Ton einschalten sollte. Und dann bin ich draufgekommen, dass ich mein Rode-Mikrofon nicht geladen habe. Gott sei Dank sind die Kabel alle lang genug und es hängt jetzt hier am Computer und an mir hier dran. Ja, sonst führe ich einfach leise Selbstgespräche, die ihr nicht hört. Das wäre auch okay. Also bitte um Info, wenn mich alle hört, sonst wird das schwierig. Ah, sehr gut. Danke, Nina. Ja, die Nina ist heute leider nicht dabei. Ich muss alleine bauen. Das wird sehr lustig, weil wenn ich dann Baufehler mache, dann kann mich keiner darauf aufmerksam machen, was ich falsch gemacht habe. Oh ja. Und hallo Dreamfall, schön, dass du auch hierher gefunden hast. Ich hoffe, es stört nicht. Ich habe die Balkontür offen, weil es hat gleich 30 Grad in Wien oder so. Darum habe ich offen lassen, weil sonst wird es urstickig. Und ich weiß gar nicht mehr, wie weit wir gekommen sind letztens. Ich glaube 6 Sackel, oder Nina? Baust du eigentlich parallel mit jetzt? Oder schaust du nur zu? Und ich glaube, nein, das haben wir. Haben wir es gebaut? Ich kann mich nicht erinnern. Doch, die Lampe habe ich gebaut. Dann haben wir das scheinbar schon das erste Heft OMG fertig gebaut. So schnell geht's. Nina wird auch ein bisschen mitbauen. Sehr gut. Ah ja, da habe ich schon alle Sticker vorbereitet. Ich ärgere das echt, dass von vorne das Gringotts so getrennt ist. Ich glaube, das wird halt wirklich doof ausschauen. Also warum man das nicht irgendwie schafft, dass das ein Stein ist, zumindest wo man das draufklebt. Wie weit seid ihr? Weiter als ich dachte. Ich dachte, wir sind immer noch bei Heft 1. Aber ich komme gerade darauf, dass wir von Heft 2, ich konnte meine Baukamera auch einschalten. Dann sieht sie da auch ein bisschen. Ich komme gerade drauf, dass ich das alles letztes schon gebaut habe. Also, muss man schauen, welches Sackerl mir fehlt, weil ich kann mich tatsächlich nicht erinnern. So. Gut, das heißt, ich werde scheinbar mit Sackerl 7 weitermachen. Wir haben ja das letztens am Schluss gebaut. Das gehört eigentlich zusammen, aber das ist noch nicht so gut fixiert. Das ist bis jetzt nur mit so einem 2x4 Brick fixiert. Das wird gleich auseinander noch. Und letztens war die Bellatrix Figur drinnen. Ich finde, die schaut echt cool aus. Ich konnte die letzten Streams genau nicht zuschauen. Ja, das macht ja nichts. Musst du nicht jedes Mal. Ich freue mich über jeden, der reinschaut, aber man muss ja nicht immer zuschauen. So, Sackerl 8 haben wir. Nein, 7. Mein Gedächtnis funktioniert nicht so gut, aber ich habe es alleine geschafft. Ihr hört es mich. Alles okay. Und ich habe tatsächlich noch was vergessen im Nebel, weil ich habe die Maschine eingeschaltet. Hörst du das eigentlich, wenn ich die einschalte? Ist das Ziffern oder nicht? Wie viele Sackerl strebst du an, heute zu bauen? Ja, mal schauen. Ein paar werde ich bauen. 2. Je nach Baufehler und Volumen dieser Sackerl. Weil ich sehe gerade, ich suche halt noch eine. Ja. Kaufe Reese einen Snack, danke. Heute habe ich keine Dürfchen. Ich hatte schon ein gesundes Mittagessen. Eine Schachtel voll E-Kuchen. Den wollte ich nämlich eigentlich im Stream essen, aber der hat es nicht überlebt. Und ich habe der Nino heute eh schon geschrieben, ich freue mich schon die ganze Zeit auf meinen Cola, weil ich habe jetzt meinen Cola-Konsum von so ca. 2 Liter Cola am Tag auf nur eine Dose während dem Stream und außerhalb der Wohnung reduziert. Das ist hart. Ich glaube, die Sucht ist weitaus schlimmer als die Vegasucht. Ja, dir geht's nicht gut. Warum? Gute Wäsche rum. Oh, super. Was ist so super, Christoph? Er war schlanker. Kapunga ist, glaube ich, gerade am Balkon. Aber ich werde ihn füttern, sobald er wieder kommt. So. Nach dem Snack werde ich mal meine Sackerl aufmachen. Weil er schaut sie alle zu. Weil ich Lego baue. Und nicht wegen am Essen. So. Was habt ihr alle gemacht heute? War euer Sonntag. Ich habe mir die ewig lange To-Do-Liste geschrieben.
produzieren konnte, ja. Ja, das war schon ein bisschen zu viel, muss ich sagen. Das Schlimme ist, dass ich dauernd dran denke, dass ich gerne Kohle hätte. Ich wusste nicht, dass das abhängig machen kann. Was mit dem Radio unterwegs? Wie immer, oh brav. Ich werde wieder mit dem Fahrrad dann in die Arbeit fahren. Oh, Lena, mal die Nachrichten am Handy während dem Stream. Ah, Nina, du kannst noch was kurz reinschreiben, wenn du schon schreibst. Das Pausenschild ist auch weg, wenn ich drauf komme. So, und jetzt gibt es wieder eine Doppel-Mini-Figur. Wenn ich alle Teile finde. Kommst kurz rüber. Na, bitte nicht wieder Ding aufdrehen, weil dann wird mein Computer wieder langsam. Das muss ja nicht jetzt sein. Oh, so. Ja, und jetzt ist sie über den Berg. Hoffentlich. Ich wüsste echt gerne, wie viele Lego-Zauberstäbe ich schon habe. Wie viele. Vor allem, weil auch immer zwei drinnen sind. Oh, danke fürs Abo. So, hier war ich. Ich glaube, ich werde noch länger brauchen, wenn ich die ganze Zeit alleine reden muss. Mal schauen. Was ist das für ein Treffen, Airwolf? Mein Getränk ist heute Eis. Ja, ich sollte mein Cola jetzt eigentlich gleich aufmachen, bevor es dann warm wird. So, also das ist die Minifigur von heute. Ist das scharf jetzt? Ich hoffe. So dumm im Gesicht immer, dass es nur auf eins scharf stellt. Weil wenn ich mein Gesicht so sehe, ich ja nicht, ob die Figur scharf ist. So. Ich habe übrigens sogar meine Nägel in Slytherin in Farbe lackiert heute. Also die wichtigen Dinge heute habe ich gemacht. Mal schauen, wie lange es diesmal hält. Ich versuche jetzt mit Lego meine Dose aufzumachen, weil es geht der Nagel gleich wieder runter, es funktioniert eh nicht. Aber vielleicht mein Teil trennen, das wäre eine Innovation. Mit Teile trennen eine Dose aufmachen. Also das kann ich da probieren, dann seht ihr es. Ja, es geht. Ha, oh gut. Also wenn man seine Nägel, die frisch lackiert sind, nicht trainieren will, empfehle ich einen Lego-Teile-Trenner. Es funktioniert gut. Morgen ist Lehrerin deine Fortbildung. Das heißt, du hast keine Schule mehr. Mofa und Moped treffen 200 Meter von meiner Oma weg. Ja, das ist nicht weit. Und wie viele Gefährte waren dort denn? Hallo vom Model Shop California. Hast du schon die Modelbau des LL Deutschland kennengelernt. So, jetzt muss mir irgendjemand helfen im Chat. Was ist LL Deutschland und LL Kalifornien? Das weiß ich leider nicht. Muss ich mich genieren wahrscheinlich wieder. Legoland. Der Legoland Shop Kalifornien schon zu, okay. Modellbau vom Legoland Deutschland. Nein, also ich kenne den, der Social Media macht vom Legoland Deutschland. Ich kenne ein paar Verkäufer, weil ich schon öfter im Legoland war und mit denen geredet habe und Fotos gemacht habe. Und sonst ein paar Mitarbeiter. Und ich habe von den Modellbauern mal Videos gesehen online, aber persönlich kennen tue ich die nicht, muss ich sagen. Aber das Lustige ist, weil du gerade Kalifornien schreibst, ich schreibe gerade auf Instagram, mit Lauren und Brian, die waren bei Lego Masters USA und die wohnen in Kalifornien. Und ich bin ja in Kalifornien, 2 Wochen im November. Und die wollen sich sogar treffen mit mir, weil ich einfach dachte, ich frag die mal, weil ich die cool fand. Das sind Geschwister, die dort gebaut haben. Und jetzt versuchen wir gerade ein Datum auszumachen. Snackchips. Ja, Snackchips sind immer gut. Ich meine, Chips sind immer gut einfach. Hört sich Musik eigentlich?
Nina, tust du das mit der Pause und den Kopfhörern beides auf die Liste, bitte. So. Ich muss leider immer noch sagen, dass mich farbtechnisch Gringotts noch immer nicht abholt. Aber egal. Ich glaube, ich weiß, wer sie sind. Sie waren schon einmal bei uns zu Besuch. Wo bei euch? Bist du aus dem Legoland? Oder? Ich kenne mich gerade nicht aus, ehrlich gesagt. Ich muss Spotify nochmal koppeln. Ah. Ja, I remember. Warte mal. Spotify. Muss ich das in jedem machen oder reicht's einmal? Spotify. Jetzt müsst ihr es hören, oder? Ja. Okay. Ich arbeite im Modellshop von Lego. Oh! Dann werden wir uns wahrscheinlich auch im November sehen, weil meine Verwandte, die Mitte 70 ist, möchte wegen mir tatsächlich das erste Mal ins Legoland gehen, wenn ich dort zu Besuch bin. Schreib mir auf Instagram, dann kann ich dir schreiben, wann wir dort sind, weil ich habe leider nicht so viel Mitspracherecht bei der Terminkoordination. Aber dann kann ich es dir sagen, wenn ich es weiß. Aber wie kommst du auf meinen Stream? Wenn du aus dem Legoland Kalifornien bist, warum kannst du Deutsch? Die Welt ist ein Dorf, immer wieder. So. Was baue ich eigentlich? Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, bei diesen Technikunterbauten habe ich nie eine Ahnung, was ich da baue. Ich baue und baue und irgendwann schaut es gut aus am Ende. Ich habe schon wieder Falschsport vorhin. Hat jetzt nicht lange gedauert. Ich muss echt besser aufpassen beim Bauen. Aber das war ja... Achso, ich habe die falsche Richtung genommen. Ha. Ich hasse diese Teile, die in beide Richtungen gehen. Das führt immer nur zu Verwirrung bei mir. Woche war, gestern waren wir Nina und ich auf einem Flohmarkt, weil ich ja so viele Sachen ausgemistet habe und die versucht habe loszuwerden, was auch gut gelungen ist, weil ich habe entweder alles quasi für 1 Euro verkauft oder hier geschenkt am Schluss so für ein Spendending. Ist das jetzt das Richtige? Warte mal. Nein, ich habe schon wieder die falsche Seite genommen. Zweimal hintereinander. Ich hasse diese Teile, die gleich sind. So. Once again. Okay, jetzt ergibt das auch mehr Sinn, was ich hier mache. Auf jeden Fall gestern waren wir beim Flohmarkt. Ich erinnere mich schon gar nicht mehr an meine Woche. Ja, in der Arbeit war es ein bisschen stressig, muss ich ehrlich sagen. Da habe ich dann am Freitag nicht viel gemacht, außer auf der Couch liegen nach der Arbeit und Blacklist schauen. Das hat mich urschüttet. Ich habe letzte Woche mit Blacklist begonnen, Staffel 1. Und wusste nicht, dass es 10 Staffeln hat. Und jetzt bin ich schon, die erste Staffel hatte 22 Folgen. Und gestern war ich, glaube ich, am Abend dann bei Staffel 2, Folge 3 oder 4. Das heißt, ich habe sehr viel ferngeschaut letzte Woche. Und wir waren gestern in der Früh im Lego Store, weil ich ja letzte Woche Gringotts gekauft habe. Plus ich habe nochmal extra um über 40 Euro Harry Potter Sachen gekauft, weil ich nochmal das zweite GWP haben wollte. Das habe ich schon nicht gesehen. Und der Lego-Mitarbeiter hat vergessen, mir das GWP zu scannen und mitzugeben. Wollten wir es gestern quasi holen.
ist es ausverkauft. Ich bekomme es nicht mehr. Das ist wohl traurig. Wenn ihr eine Tour des Model Shop wollt, ja, bitte, das wäre urcool. Schreib mir auf Instagram. Und ich schreibe dir dann auf jeden Fall, wenn ich. Dann frage ich meine Verwandten, weil mir vor allem meine Mama glaubte, dass es mir meine Verwandten zum Geburtstag schenken wollen, dass wir ins Legoland gehen. Aber vielleicht kann sie ja heimlich das Datum erfragen, dann kann ich es dir schon sagen. Aber cool, danke. Aber es interessiert mich immer noch, wie du auf den Kanal hier gekommen bist und warum du Deutsch kannst. Es ist so gut, ich liebe Plex. Ich weiß nicht, warum diese Serie so komplett an mir vorbeigegangen ist und ich das nach 10 Staffeln bemerkt habe, dass es das gibt. Das ist schrecklich, das ist der Ursuchtfaktor. Aber der Christoph hat es auch schon geschaut. Ja, keine Ahnung. Irgendwie habe ich das echt verpasst. Donnerstag Wespenstich mit Allergien, erster Tierarztbesuch mit Jette, Freitag zweiter Tierarztbesuch, na boom. Ja, Tierarztbesuche sind stressig, ich kenne das mit Oma. Mit ihm muss ich in 2 Wochen wieder. So, sollte ich vielleicht ein bisschen wieder bauen? Jeder Tierarzt, warum gehst du zu 3 verschiedenen Tierärzten? Was falsch. Oh Mann. Irgendwas passt hier schon wieder nicht. Ah nein, oh, es passt hier. Ich muss nur in die richtige Richtung stellen. Ich meine, ich mag gerne Lego bauen, aber meine Konzentration oder Multitasking ist scheinbar doch nicht so einfach. Ups. Aber ich glaube, ich muss mein Mikro jetzt da lassen, weil es lädt noch. Das war mein Mistake. Aber ich habe mir heute eh vorhin gedacht, wegen dir komme ich zumindest auf 3 Minuten Planken in der Woche. So, jetzt schalte ich auf Plank um. Keine Ahnung, ob mich hört, wenn das Mikro am Tisch liegt. Ah, und ich brauche einen Timer. Sonst wird das nix. So, lala. Und es schaut ein bisschen chaotisch aus. Ich habe heute die Couch abgezogen, weil ich sie gewaschen habe. Weil ich noch der Essensflecken drauf hatte. Und dann dachte ich, ich soll sie mal waschen. So, Timer, 30 Sekunden. Oh Gott. Danke, Christoph. So. Ah, falsche Kamera. So. Bitte sehr. Danke. Ja, und wo ist die Jette jetzt? Ist sie noch beim Tierarzt oder wieder zu Hause? Christo, wenn du nach Wien kommst, dann kannst du auch planken. Hast du jetzt wieder mitgemacht?
Nee, wieder zu Hause. Ist jetzt wieder gesund? Wieder anstecken, hier sind alle Geräte leer jetzt. Ja, das machen wir. So. Der Christoph ist so brav, es dürfen alle aus dem Chat mitmachen, übrigens beim Planken, nicht nur der Christoph. Das finde ich gut. Gestern war übrigens ein urtrauriger Tag. Ich wollte nach dem Flohmarkt Pizza bestellen, weil ich eine neue Lieblingspizza habe. Letzte Woche mit Nina und Stefan da waren, habe ich eine Salsiccia-Pizza bestellt. Und dann hatte die Pizzeria zu. Was habt ihr für eine Lieblingspizza? Oder habt ihr Tipps? Und eigentlich mache ich glaube ich nur 3-4 verschiedene Pizzen. Der Christoph hat Pizza gehabt gestern, super. Ich muss sagen, das ist eins von meinen Lieblingsteilen. Das erinnert mich immer so an Einhörner. Das ist so cute. Heute, wie ich meine Nägel gemacht habe, habe ich auf Netflix eine Folge von einer anderen Serie geschaut. Aber ich brauche mal Blacklist-Pause. Nee, du kannst nachschauen, wie es heißt. Ich habe es nämlich vergessen. Eine deutsche Serie, die Netflix produziert hat und jetzt neu rausgekommen ist. Und in Österreich ist sie auf Platz 1 gerade. Ich weiß nicht, ob in Deutschland auch. Irgendwas mit Liebesspiel oder so, oder Heimspiel? Keine Ahnung. Ich muss sagen, diese Technikteile, diese Dreier, habe ich auch noch nie vorher gesehen vor dem Set. Sie erinnern mich ein bisschen an Atome oder so. Liebeskind. Okay, Liebeskind heißt das. Ja, fast. Hat mir eigentlich gut gefallen. Ich meine, ich habe nur eine Folge gesehen. Aber war cool. Christoph, was für eine Pizza hattest du gestern? Vielleicht sollte ich eigentlich gegen Ende des Streams eine Pizza bestellen, dann kann ich sie nachher essen. Diese Anleitungen nicht, weil manchmal so wie hier ist ein Schritt und ich denke so, warum ein Schritt und dann bei anderen, also so Teil und manchmal 10 Teile oder so. Oder hatten sie dann Platz in der Anleitung und sich gedacht, so oh, jetzt machen wir das noch so. Was ist auf einer Capricciosa drauf, Christoph? Kannst du die Bauch haben? Also, so? Ja, kann ich machen. Danke. Ich schaue nicht so genau. So, oder dann. Ah, das wird jetzt wieder verbunden. Okay. Wenn ich noch Platz hätte am Tisch.
stelle mal das fertige Teil dahin. Das. Ah, ich muss hinlegen. Okay, na, das wäre keine Pizza für mich. Ich mag Oliven und Artischocken nicht. Ja, du kannst Bilder schicken, wenn du magst, aber ich schaue sie dann nach dem Stream an, glaube ich. So. So. Okay, das Kabel stört gerade auf meinem Mikro, seht ihr es nicht? Aber jetzt hätte ich es fast dreimal drauf gesteckt. Okay, nee, das stimmt ja schon wieder nicht. Oh Mann. Achso. Nina, ich habe letztens doch noch einen Baufehler gehabt. Da ist die Platte zu kurz. Und jetzt schaue ich dann zu. Oh ja, jetzt habe ich einfach das Teil vergessen. Achso, es ist lila. Okay. Es gibt ein beiges, ich fixe das jetzt einfach so. Und hoffe, es ist sonst kein Fehler. Kann ich sagen, ich habe einen Mod von Gringotts gemacht. Pizza bestellt, würde ich eine Margarita bestellen und dann Salsiccia drauf geben und dann Ei und Knoblauch. Das hatte ich letztens. Dann habe ich zwar den ganzen nächsten Tag nach Knoblauch gestunken, aber es war auch lecker. Okay, jetzt baue ich schon wieder dasselbe Teil, nur in die andere Richtung. Eigentlich müsste man fast die Kamera spiegeln in OBS, weil dann könnt ihr ja mitlesen. Fällt mir gerade ein. Ja, ich mag Salsiccia gerne, aber nur wenn es gut gemacht ist. Es ist leider oft nicht so gut gemacht. Danke, Nina. Nina ist echt ein Wahnsinn. Wir waren gestern urlange bei diesem Markt. Die Nina war schon um 8.15 Uhr hier. Dann waren wir im Lego Store unerfolgreich mein GWP holen. Und beim Ikea. Und dann waren wir bei diesem Markt den ganzen Tag. Und dann bin ich nach Hause gekommen und war einfach nur tot. Und die Nina hat noch ihr Auto geputzt und Sachen eingekauft. Und okay, sie war beim Starbucks. Aber trotzdem. Ich habe mir gedacht, so wie... Ja, war nur müde. Mir geht doch nicht ein, warum ich immer da ein bisschen baue und dort ein bisschen baue und dann gehe ich wieder zurück und baue dort weiter. Naja. Ich habe das Geld nicht. Welches Geld? Also GWP. Nein! Ich habe mich uraufgeregt. Ich habe mich nicht aufgeregt, weil, ja, ich gehe oft in den Lego Store. Also wenn das irgendein anderes Geschäft gewesen wäre, hätte ich mich aufgeregt. Das GWP war scheinbar schon ab Dienstag ausverkauft, obwohl es bis heute geben hätte sollen. Und dann habe ich die Sachen zurückgegeben. Und dann habe ich mich beschwert online. Und...
das gehört drüber. Und habe jetzt 750 Punkte von Lego bekommen. Aber ich meine, ich wollte eigentlich das GWP haben. Ja, Alter. Also im Storm-Test sagt, dass das scheinbar schon ab Dienstag ausverkauft war. Und das Beste war im Mail, ich habe das eh der Nina geschickt, stand so auf die Art drinnen, wahrscheinlich zum Zeitpunkt, wo ich meinen zweiten Einkauf getätigt habe, gab es das GWP nicht mehr. Es war der zweite Tag mit GWP, es gab es noch. Ja, das Häuseln. Deine Mitarbeiter waren einfach nur unfähig. Aber okay. Was lernt man draus? Man kontrolliert auch im Lego Store seine Einkäufe. Ich habe es halt nicht kontrolliert, weil wir eh Gringotts hatten und dann, wie du weißt, Videos gemacht haben. Ja, aber einfach ärgerlich. Das einzig Praktische war, ich habe dann im Lego Store einfach Münzen wechseln lassen für den Flohmarkt. Ich habe dann 20 Euro in Münzen bekommen, also immerhin. Aber ja, ich meine, ich verstehe allgemein nicht. Ich meine, es war ja wohl zu erwarten, urviele Leute wollten ewig lang Gringotts als Set haben. Dann kommt Gringotts raus, dann machen sie urgeile GWPs dazu. Und dann sind die einfach aus nach am dritten Tag. Das ist halt echt uncool. Ich habe extra die Jalousien vorher runtergegeben, damit es nicht überbelichtet ist. Jetzt wird es eigentlich eh urschnell dunkel. Das ist im Winter schon einfacher beim Streamen. Mahlzeit, Erwolf. Ja, das passiert uns nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie viel sind 750 Punkte wert. Gar nicht nachgeschaut. Weißt du es wert? Der Fipsi fragt, was der Chat so macht. Er pustet Ballons auf. Für deine Mutter, warum? Braucht deine Mutter Ballons? Arbeiten. Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich. Darum streamt die Nina heute nicht mit. Ich bin ja hier auch hart am Arbeiten. Mit Lego. Ach, ich hasse diesen Gringotts Nagellack. Der ist urschön, aber er geht an der Spitze jetzt schon wieder runter. Aber er passt so gut zu Gringotts Farben. Sie hat bald Geburtstag, wir wollen das Schlafzimmer mit Ballons bombardieren. Weiß sie davon? Meine Mama hat auch am Donnerstag Geburtstag. Meine ganze Family hat gerade Geburtstag. Im September, alle innerhalb von 20 Tagen. Darum ist es ein bisschen stressig. Natürlich nicht. Okay, das heißt, du versteckst die ganzen Luftballons bei dir im Zimmer. So.
finde auch geil, dass dieses Teil, ihr seht das nicht, ich kann kurz die Kamera hin tun, das ist hier mit einem Brick verbunden. Wenn man das irgendwie anhebt, fliegt das urleicht auseinander. Also ich hoffe, das werden wir jetzt bald stabilisieren. So. Das wird gleich besser. Achso, die Nina ist schon vor mir scheinbar. Gut. Der Christoph fragt schon, wie weit du voraus bist. So. Fertig. Nina ist mit ganz Green Guts fertig. Okay. Das wär's gewesen, Nina, du baust jetzt den ganzen Tag heimlich. Snack. Ja, du wartest nur, bis ich einen Snack wieder im Mund habe, damit ich dann wieder Sport machen muss. Queen Charlotte, ja, das ist besser als Bridget in Staffel 2. Und der König ist hot. Um die wichtigen Infos zu geben. Ich glaube, schon echt zu viel fern in mein. Kommt doch wieder bald Emily in Paris. Nächste Staffel. Haben wir den Nico gestern geschrieben. Hm. Ja, ich glaube, es ist jetzt echt stabiler, dieses Werk hier. Was ihr gar nicht sieht, was ich baue. Ich muss wieder ein Taschenbuch holen, sonst hat sich euch voll. Dass ich freiwillig solche Technikteile baue, ist auch nur wegen Harry Potter.
gefallen. Ich dachte, es kommt so komisch vor. Bin ja mal gespannt, wann man mehr so eine Technikkonstruktion sieht, ja ich auch. Es gibt ja einige Leute, die haben quasi mit dem oberen zuerst begonnen. Damit man halt das Gringotts-Teil zuerst hat. Dann verstehe ich auch irgendwie. Aber ich glaube, es kann immer lang dauern, weil so viel Technik kann das nicht mehr sein. Und der Drache kommt eigentlich auch recht bald. Der ist nämlich, glaube ich, in dem Heft drinnen. Das wird dann eh lustig. Ich muss dann schauen, wie ich diesen Drachen aufhänge. Weil der hängt ja dann zwischen den zwei Ebenen runter. Jetzt machen wir da eigentlich eh schon Ziel in diesem Technikteil. Vielleicht wird sie bald verbunden. Mit dem durchsichtigen Faden. Ja, mal schauen, vielleicht kann ich es auch mit Lego-Ketten oder so hinhängen. Weil ich habe keine, glaube ich. Kann ich bestellen. Ich glaube, meine einzigen Lego-Ketten sind die, die da. Pumba da, wo das P ist, das sind ja mit zwei Lego-Technik-Ketten verbunden. Mal schauen. Ich will ja aber keine goldenen zu einem silbernen weißen Drachen. Ich rede nicht von den Ketten. Doch, die goldenen Ketten habe ich eh. Die habe ich einmal mit dir gekauft und einmal alleine im ganzen Becher. Hallo, im besten des Sound. Aber ich glaube, das schaut nicht gut aus zu dem Drachen. So, ich glaube, den Sound hat man eh auch trotzdem. Im YouTube kann ich auch lauter drehen. Hallo, Marc der Wolf 616. So. Na, jetzt ist es schon auf jeden Fall stabil, dieses Teil. Verstehen. Ist nicht schlecht. Ich habe wieder 10.000 Chancen, mich zu verbauen. Ich bin echt süß, danke. Aber es schauen ja alle wegen meinen Lego-Bauskills zu. Das ist schon wichtig zu sagen. Schon wieder zerbauen können. Das ist echt doof, nur zu wenig Teilen, die da übrig bleiben. Muss ich mal improvisieren. Ja, wirklich, ich baue gut Lego. Deswegen schauen hier alle zu. Okay, jetzt
jetzt findest du mich als Person toll? Danke. Warum? Jetzt muss ich jetzt nachfragen. Jetzt bin ich neugierig. Ich denke, das ist echt arg, dass jetzt so wenig Teile immer nur mehr übrig bleiben. Wir sparen so sehr. So, wo kommt es jetzt hin? Hier. Also das wirkt jetzt halbwegs stabil, dieses Teil. Aber die gleichen wie bei mir, ja. Ich bin ja ein Advanced Lego-Bauer hier. Okay, also Christoph, falls du unbedingt ein Obst machen magst, wäre es jetzt wahrscheinlich gut, bevor ich das nächste Sackerl hole. Aber ich sterbe mich auch nicht, wenn wir es nicht machen. Okay, du hast es eh gemacht, bevor ich es gesagt habe, oder? Danke. So, ich gebe das wieder runter, das Mikro. Because es lädt immer noch, glaube ich. In meiner Top-Vorbereitung hier. Dann holen wir wieder den Wecker. Und die tolle Pennkammer. Was machst du noch so außer Lego bauen? Das darf jetzt der Chat beantworten, weil die wissen das eh alle. Und ich penke mal außer Lego bauen. Ich frage mich immer, warum ich es eingeschalten habe. Okay, so. Hört sie mich eigentlich auch, wenn das Mikrofon am Tisch liegt? Was heißt, was ist mit ihr? Ich mache sicher keinen Poolstream, nein. Da gibt es gleich genug andere Damen, die das machen. Oder vielleicht Herren auch, ich weiß nicht. Du hast mich auch so gut, okay, passt. Dann kann ich es nämlich am Tisch liegen lassen. Weil es kratzt bei diesem T-Shirt total. Ich bin einfach ohne Fans. Müsste es sagen, weil ich das Mikro am Tisch herum tue. Es könnte sein, dass man mich dann potenziell.
Zeitung ein bisschen durch. Da gibt es ja drei. Achso. Irgendwie seit meiner Nebelmaschine, weil ich kann keine Nebel mehr machen. Aber ich kann, das Licht habe ich auch vergessen. Und egal. Oder wollt ihr gerne da hinten Licht haben? Dann kann ich es auch drehen. Moment. Ein bisschen mehr Slytherin-like ist. Reese, er ist ja eigentlich Geschwister. Ja, ich habe einen Bruder, der ist 4 Jahre jünger als ich. Ich kann die Lichter da ein bisschen heller drehen. So. Ups. Ja, ich glaube, das ist besser. Dann sehe ich auch mehr, was ich baue. Dann kann ich die Baufehler minimieren, potenziell. Das sind nur mal die Teile für mich. Sehen nämlich gerade gar nicht. Bin ich blind gerade? Ich such die da. Also ihr seht es nicht. Die da. Schön Spiegel. Ich denke nur da Teile. Nina, hattest du 2 Sackel gerade vor zum Austeilen oder eines? Ich wundere das gerade total. 2 habe ich 2 ausgeleert. Ich kann mich nicht erinnern. Ach, nein. Okay. Das erklärt, warum ich diese Teile nicht finde. Es wird rascheln, glaube ich. Ah, nein, das war noch versteckt. Da haben wir alle Glück gehabt, sonst hätte ich laut rascheln können. Ich bin schon gewundert, dass da so wenig Teile sind bei dem Sackerl. Mein Fernseher, der ist, wenn ich plank quasi, also der ist da hinten, den sieht man genau nicht. Der Raum hat so in jeder Ecke was anderes. Da ist Streamen, dort ist Esstisch, in der Ecke ist Fernseher und Couch. Und da hinten ist so, hinter dem Regal auf der anderen Seite ist noch ein Regal. Mit Büchern und so. Sehr vollgestopft hier. Oh, ein Totenkopf. Ich habe Freitag Lego Masters geschaut. Ich kann eine Roomtour machen. Ja, wenn meine Wohnung irgendwann mal wieder aufgeräumt
aufgeräumt ist. Ich muss noch so viel Stuff immer loswerden. Ich war gestern bei einem Flohmarkt, da bin ich mit Kleidung losgeworden, aber ich habe noch so viele Kostüme von früher vom Streamen. Das muss ich auch noch loswerden. Ja, so halb, da ich unmüde war. Ja, ich habe es noch nicht gesehen, weil ich eben kein TV Now habe. Das dann alles nachschauen. Mir ist dieser Wiener Polizist so lustig, weil ich kenne den nicht. Ich habe ihn nur auf Instagram gesehen. Ah ja, solche Ketten habe ich by the way gemeint für einen Drachen. Dass ich die bestellen sollte. Also falls jemand Zeit und Lust hat, kann er mir gerne das auf Bricklink raussuchen und den Link schicken auf Instagram. Danke, Christoph. Und wie waren die Bauwerke in Lego Masters? Nicht zu viel spoilern, weil ich mag sie noch anschauen. Aber haben sie coole Aufgaben gehabt? Jetzt wird es gerade sehr kleinteilig hier wieder mal. Ah, sieht cool. Ah, jetzt kann man es auch schon aufstellen das erste Mal. Das heißt, dieser Unterbau darf echt fertig sein. Also schon wieder zusammengesteckt wird, das gibt jetzt Sinn. Sie hatten schon echt gute Aufgaben und einen tollen Twist, wenn sie ihn nicht nach 5 Minuten zurückgezogen hätten. Okay, ich bin gespannt. Ich kriege aus meinem Archiv dauernd eben Stories so vor 2 Jahren das, Lego Masters vor 2 Jahren das. Ist überhaupt so, dass das so lange her ist schon. Wann wird es jetzt kalt in Wien, Nina? Morgen schon? Bin gespannt, ob es dann kalt bleibt. Ich hoffe, es wird nochmal warm. Für meine Geburtstagsfeier wäre es gut, weil sonst wird es ein bisschen eng in der Wohnung, wenn die Leute nicht am Balkon sitzen können. Das wird dann spannend. Oder ich schreibe einfach an, bitte Winterjacke mitnehmen. Ich kann es gerade nicht anschauen. Pipsi, kannst du es mir auf Instagram schicken? Please. So. Ich bin wieder mal auf der Suche nach einem Teil am Tisch. Insta ist auch schon da. Es bleibt heiß. So, jetzt muss ich mein Handy in die Hand nehmen und schauen. Weil... Na, ab Donnerstag hat es 22 Grad, Nina.
Das ist nicht heiß. Muss ich wieder frieren? So. Ich suche immer noch das eine Teil. Jetzt habe ich es. Einfach wenn alles grau, schwarz und braun ist, ist das nach der Wiese. Brauche ich jetzt auf Mittwochkühler, dann passt das eh gut zusammen. Mir gefällt euch meine Musik heute. Ich habe, wie heißt die Liste? R&B 90s Hip Hop 2090er. Kannst du schauen, ob du im Browser wo zuschauen mutest? Wir hören es doppelt. Seit wann hörst du es doppelt? Warum sagst du es jetzt erst? Und wenn ich den mute, dann höre ich es nicht. Ha. Hört sie sie jetzt noch? Wie mute ich einen Browser? Aus dem Browser? Also, ah! Du meinst... Ah, I get it. Nicht... Mich überhaupt? Ja, ich hab's jetzt gemutet. Ich dachte, du meinst Spotify. Und haben wir gedacht, Spotify ist ja nur... Oh Gott! Okay, warte. In Spotify und nicht im Browser. Gangsta's Paradise, beste Song. Damit hallo. Ja! Ich höre immer, wenn ich zu Hause bin, so eine Musik. Ich lieb's. Dann denke ich mir manchmal so, sollte ich irgendein schlechtes Gewissen haben, weil sich meine Musik in den letzten 20 Jahren jetzt nicht so viel erweitert hat. Aber nein. So, wie hatte ich das in der Hand eigentlich gerade? So. Super ist weg. Ja, ich habe leider der Twitch laufen, um zu sehen, ob irgendwelche Verzögerungen oder sonst so Sachen sind. Ich habe vergessen, dass ich es muten sollte. Ich höre es aber nicht. Und hallo, MacRyan. MacRyan. Auf keinen Fall schlechtes Gewissen wegen der Musik. Okay. Ja, falls du gute Tipps hast, kannst du es mir immer gerne auf Insta schicken. Ich freue mich. So, ich suche das nächste Teil. Je kleiner die Teile, desto schwieriger sind sie zu finden. Und wenn immer 100 andere Sachen drauf liegen. Heute habe ich übrigens meine Mutter gefragt, ob sie mal mit mir streamen will. Und sie so, nein, auf keinen Fall. Christoph schon wieder? Okay, warte, lass mich den einen Bauschritt fertig machen. Und dann habe ich aber schon gesagt, in L.A. muss sie dann Videos mit mir machen. Aber ich glaube, sie glaubt, ich meine, mich filmen. Und es werden dann eh lustige Videos. Die Fotos sind auch schon immer, naja. Aber ja. Es wäre unlustig, wenn ich mir irgendein Video im Legoland mache. Und mit meiner anderen, mit den anderen Verwandten, die dann auch über 70 sind. Ah, Steinpflanze, okay. Hast du nicht? Ich habe das vorhin noch halb mitbekommen, noch weil ich schon halb im Stream war. Warst du das? Der geschrieben hat, er kennt den Martin W. Oder wer andere? Ich weiß es gerade nicht mehr. Okay. Na gut. Dann muss ich meine Schulden hier einlösen und mein Timer noch. Woher kennst du ihn? Nur lustig. Und wieso weißt du, dass ich ihn kenne? So, kannst jetzt tippen, während ich hier klinke jetzt gleich. Thank you.
schwimmen. Na, ich finde das. Ich habe heute schon kurz überlegt, ob ich es aufdrehen soll, weil ich ja alleine stream und die Nia nicht dabei ist. Plus, eigentlich standen da vor den Streams zwei Wäschestände, weil ich eben meine ganze Couch abzogen und gewaschen habe. Und dann macht mir wurscht, ich räum's weg. Und dann habe ich wenigstens kurze Baupause immer und wach wieder auf, wenn ich planken muss. Insofern ist es eh gut, wenn der Christoph das immer wieder macht. Also schreib mir auf Instagram, woher du den Martin kennst. Oder sonst frage ich ihn übernächste Woche. Kommt eh zu meiner Geburtstagsfeier. Die Welt ist aber echt in meinem Dorf, es ist so lustig. Aber willkommen hier bei meinem Bauskill-Stream. Oh, Chimpandi, hallo. Ja, alles gut, heute muss ich alleine bauen. Nina ist nicht dabei. Und ich bin tatsächlich bei Sackerl 8 schon angelangt von 31. Das ist wild. Das heißt, wir haben eigentlich bald 25%. Nice. Aber das ist dann eh gut. Heute ist der 10. oder? Bis Mitte Oktober wollte ich fertig sein, damit ich dann noch Zeit für die Halloween-Sets habe. Mit Justin muss ich auch streamen dann. Der Justin hat nämlich urcool, schade, dass er jetzt gerade nicht da ist, der hat mir eine Lego-Krone oder eigentlich Bluebricks-Krone gebaut, der ist zu Bluebricks gegangen. Und hat mir eine Krone gebaut, weil die Nina und ich jetzt zur Comic-Con gehen und dort unseren Lego-Schmuck verkaufen. Und ich gehe als Princess Peach. Oh, da habe ich schon wieder einen Teil vergessen drauf zu tun. Und sie als Daisy, habe ich das schon gerade gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hat er meine Lego-Krone gebaut und schickt mir die per Post, aber ich darf es erst aufmachen, dann lässt mich vielleicht nur schon wieder auslassen. Okay. Ich darf sie da erst aufmachen, weil er mir irgendwas zu meinem Geburtstag auch reingetan hat. Aber ich freue mich schon voll auf die Krone. Hallo Chris! Gringotts wird gebaut, ja, immer noch. Gringotts Sackerl 8 von 31. Und wie immer vergesse ich irgendwas dazwischen und muss wieder Pause machen. Steinfels, ich schaue das nachher dann an. Ich werde es jetzt eh nicht vorlesen, glaube ich, sonst hätte es ja da reingeschrieben. So, Sticker Nummer 15. Was ist der Feeling? Zeitplan. Okay, das schaffe ich nicht so ganz. Das schaffe ich nicht so ganz. Wurscht. Jedenfalls der schwarze Sticker. Das ist die nächste Chance, einen Sticker gerade aufzukleben. Ich glaube, ich habe einen Sticker noch nie schön aufgeklebt hier bei Lego. Vor allem nicht die schwarzen. Na, ist okay. Es muss echt perfekt sein. Aber vielleicht hier ist es besser. Ja. So, weiter geht's. Ah, da kommt wieder ein Mechanismus scheinbar. Nina, bist du wieder fertig mit dem Sackerl wahrscheinlich? Aber hier sind Chilpandi weitaus weniger Sticker als bei der Winkelgasse, weil bei der Winkelgasse waren es 4 große Bögen. Und hier sind es tatsächlich nur 3 Bögen und einer davon ist sogar, oder 2 sind kleiner. Weil bei der Winkelgasse waren es 4 so große. Und jetzt ist da ein so großer und 2 kleine. Ich meine, macht es nicht besser, um ehrlich zu sein. Vor allem für den Preis könnten sie schon noch drucken. Aber ja. Ich verwende beim Stickern gerne den orangen Lego-Hebel. Keine Ahnung, einen Teiletrenner. Ja, der Oliver hat früher immer den Zauberstab genommen.
aber ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Das macht sich besser, glaube ich, dann. Also ich nehme es nur runter, wenn ich es wirklich extrem schief aufklebe. Dann ändere ich es und sonst denke ich, passt schon. Habe die Disney-Kamera gebaut bei mir im Stream. Ja, die Disney-Kamera finde ich auch echt cool und ich hätte sie auch gerne, aber ich habe echt schon keinen Platz mehr. Also für das habe ich echt, ich habe ein Harry Potter-Regal und ein Piratenregal, da passt Gringotts genau hin. Und dann muss ich schauen, dass ich mal hier mein Zeug loswerde. Und dann kann ich da dann Sets auch hinstellen, die ich gebaut habe. Aber ja, ist jetzt noch nicht so dringend. Ja, Fipsi, schick mir dein Outfit, wollte ich schon sagen. Ja, Reezy, schick mir dann die Fotos von den Ballons. Wie viele Teile hat die Disney-Kamera? Chris. Ich habe eh noch Aufgaben zu tun. Hier schon ein schlechtes Gewissen. Kameras braucht man doch immer für Streamen. Ja, ich finde die wirklich cool, muss ich sagen. Die schaut echt super aus. Plus, minus 8. 800, also so, wie groß ist die? Ist die gar nicht so groß? Wobei, die kostet auch nicht so viel. Die kann gar nicht so groß sein. Gut so, ja, gut so. So. Mein Bautempo ist unglaublich. Ich laufe nur so dahin mit den Bauschritten. Aber ich muss mich dann konzentrieren auch, weil es sind wieder Technikteile. Zentimeter, das heißt einer vier Platz, das ist circa einer vier Platz, sagen wir mal. Ja, das geht. Na okay, das ist eh winzig. Das kann man schon machen. So, ich mach's gleich, ich tue nur das eine Teil da noch dran. Wo habe ich noch immer gerade? Da. Ah ja. Also da fehlt ja noch was. Ha. Okay. So. Was redest du, Quexi? Quexi? Ja, so circa, aber nachgemessen genau 40 cm. Okay. So, machen wir mal kurz die Squats. Schauen, wie sehr ich verzögert bin, aber es geht. Also, Stefan, das Streaming-PC ist gut, muss ich sagen. Vor allem alleine. Es ist keine Verzögerung. Oder fast nicht. Es ist in zwei Kniebeugen verzögert. Dein Bautempo ist gegenteilig von deinem Speedrun. Siehst mit du. So, aber ich glaube, ich kann sogar noch ein bisschen heller jetzt drehen. Es ist draußen echt schon dunkel. Oder ich drehe hinter mir heller. Ich bin nur glücklich, ich habe dieses T-Shirt gestern auf meinem eigenen Flohmarkt quasi erstanden. Es war schon ausgemistet, weil ich es jahrelang nicht angezogen habe. Und gestern habe ich gedacht, das ist ja genau Slytherin grün, das kann ich jetzt nehmen. Kniebeugen, das artet in Arbeit aus. Ja, aber das ist immer gut zum Aufwachen dazwischen. Und 5 Kniebeugen sind echt nicht so schlimm wie 30 Sekunden Planken. Und das ist okay. Das kann man schon machen. Okay. Es ist so lustig, wie einfach diese Farbe. Oder Pumba, ja. Der ist immer noch am Balkon, aber ich weiß jetzt schon, der Pumba kriegt von dir, Stefan, und vom Airwolf was, wenn er dann mal sich reinlegt. Die Farbe von diesem Stein passt einfach so gar nicht mit der Realität zusammen, aber ja. Ja, also ich finde das, ich meine, ich muss sagen, während dem 30 Sekunden Planken nervt es mich immer, aber schlecht ist es nicht, weil sonst würde ich das nie machen. Macht ihr da, ja, trotz Technik und wie
wirklich Farben, die ich normalerweise nicht mag. Wie schwarz, grau, braun, Sand und so weiter. Macht es mir Spaß, weil ich mich total auf das Endergebnis freue. Und weil ich urfroh bin, dass ich jetzt schaffe, alleine zu streamen, dank Nina und Stefan, weil die mir so ein tolles Streaming-Ding eingerichtet haben. Und macht mich happy. Ich freue mich echt schon, wenn das dann fertig wird. Ich denke mir nur, ich hätte vielleicht auch zuerst mit dem Oberbau beginnen sollen, weil ich ihn einfach hübscher finde, aber das macht nichts. Das Beste kommt zum Schluss. Inzwischen ist eh der Drache. Und ich glaube, wenn das dann fertig ist, schaut das auch cool aus. So. Ich suche schon wieder ein Teil. Je kleiner, desto länger suche ich es immer. Das ist gerade gar nicht. Ich habe es ja einfach wahrscheinlich nicht. Doch, ich habe sogar den 19er Server. Praktisch. Irgendwie geht mir schon das Steinelager zu Hause ab vom Oliver. Aber man kann nicht alles haben. Stefan und Nina loben. Ja? Die haben das echt super gemacht. Über Gringotts freue ich mich auch. Oh. Nach Gringotts kommt dann eben Halloween. Und dann ist schon, dann bin ich 2 Wochen nicht da. Vielleicht kann ich also eh mal streamen. Das ist ja auch lustig mit meinen Verwandten. Ich glaube nicht, dass sie das. Wobei, der eine wird es vielleicht sogar machen, wir sollen auf Englisch streamen. Aber ja. Und dann ist schon Weihnachten. Dann muss ich meinen Baum aufbauen. Dann gibt es mal einen nicht Lego-Stream, sondern einen Baumbau-Stream. Und dann die ganzen Weihnachtssets, weil ich bin ziemlich im Rückstand. Der Alex plant und baut schon die ganze Zeit sein Weihnachtsset. Das macht schon ein schlechtes Gewissen. Cool wäre noch, wenn der Chat eingeblendet werden würde. Ich verstehe. Also die Nina hat mir sowas eingerichtet. Wobei, jetzt gerade nicht. Theoretisch gibt es ein Preset dafür. Aber ich verstehe das nicht. Warum? Oder ist das da, wo drin ist sogar? Nein, glaube ich nicht, oder? Kamera mit Browser, Twitch Guests. Kamera mit Chat, warte mal. Ich hoffe, ich mache jetzt nichts kaputt. Hier. Aber nein, das schon hin, das passt nicht so ganz. Das geht mir jetzt gleich wieder weg. Aber warum will man das haben? Weil wenn ich auf Twitch bin, habe ich ja eh den Chat daneben. Aber ich als User verstehe ich das nicht so ganz. Aber wenn ihr mir gute Argumente liefert, könnte ich das ja vielleicht von meinem Technikteam einrichten lassen. Hallo, Bella. Servus. Anhand deines Servus vermute ich, dass du vielleicht aus Österreich bist. Und nachdem die Katze jetzt da ist, werde ich das einlösen, dass ihr ihn gefüttert habt, er Wolf. Der ist zwar gerade nicht da, das ist wurscht. Und Stefan, bitte sehr, Schatzi. Das ist für die React-Andis. Bei Aldi haben sie schon Weihnachtssachen. Ja, die Nina hat mir gleich vor einem Monat schon geschickt. Beim Action gab es auch Weihnachtssachen. Und mein Mittagessen heute waren eben mal Lebkuchen. Der war urgut mit dunkler Schokolade und ursaftig. Haben wir, als ich dich gehört habe, direkt gedacht, dass das ist. Ja, ich komme aus Wien. Tatsächlich. Woher kommst du? So, danke fürs Füttern der Katze. Sollen wir ein bisschen hinlassen, solange er so dasteht? Er freut sich wahrscheinlich. Oberösterreich, wo genau? Ich habe Verwandte in Oberösterreich. Ich mache das, damit das Leute auch sehen, wenn sie meinen Stream nachschauen. Ach so, okay. Verstehe. Ja, ja, ich lade es auf YouTube immer hoch. Aber teilweise lese ich es eh vor. Ja, keine Ahnung. Das ist genauso wie mit, dass ich die Stories teilweise auf Englisch und Deutsch mache, weil auf Deutsch mache ich sie immer, wenn es um Streamen oder halt Österreich-Bezug geht und sonst auf Englisch. Oder pummeligt am Mikro. Ich glaube, er hört sich halt nicht mehr. Ja. Das kann ich nicht essen mit 30 Grad. Ich war eh in der Wohnung, ne? Da ging das schon. Bei uns gibt es seit einem Monat schon Weihnachtsgebäck. Ja, ich habe sie eben gestern das erste Mal gekauft. Danke, Christoph. Weil es war irgendwie, ich habe es immer nur gesehen, wenn ich beim Billa bei der Kasse war. Und dann war ich aber quasi schon dran und konnte es nicht mehr kaufen. Und gestern? Ja, gestern war ich so klug und habe es mitgenommen. Ja, ich
dran. Normal, so wie Stefan sagt, wie ihr aus Kroatien kommen seit August. Ich habe schon Lebkuchen. Nähe Hauptstadt. Ja, meine Verwandten sind in Bran. Das ist in der Nähe von Ried im Innkreis, noch am ersten. Katze! Ja, warte. So. Jetzt die beste Einstellung. Also ihr seht hier mein Streaming-Setup und Spotify. Ja. Okay, jetzt sitzen sie gleich auf die Steine. Also falls ihr mich bauen sehen wollt, müsst ihr es sagen. Ansonsten dürft ihr gerade ein bisschen Katze schauen. Ah, meine Tastatur kann ich euch zeigen. Die leuchtet nämlich. Und jetzt? Achso, das wollte ich nicht. So. Aber immer nur kurz. Der Chill-Bandi hatte gestern auch Lebkuchen. Okay, das heißt, es hatten fast alle aus dem Stream schon Lebkuchen. Sehr schön. Ja, also meine Verwandten sind gerne beim Frühshoppen oder anderen Festen. Da landet man mitunter im Graben. So, und potenziell könnte ich mal ein bisschen wieder weiterbauen. Weil das wird eher eine längere Geschichte schon. Katze schon, Katze schon. Wer braucht Lego? Okay. Okay, ja, es war eh klar. Aber dann kann ich fern schon gehen. Und ich habe eh schon überlegt mit der Nina, ob ich nicht so einen 24-7-Stream mache. Und wenn ich nicht da bin, kann ich die Katze laufen lassen. Aber das Problem ist, dass ich mitunter so halb an meiner Adresse liege. Und dann ist es vielleicht nicht gut, dass ich das laufen lasse, wenn ich da bin. Weil dann wissen die Leute, dass ich nicht da bin. Hallo Jonte! Wobei, ich könnte von mir so ein Hologramm hinten irgendwie machen. Dass die Leute glauben, ich bin da. Gibt nichts Besseres als Katzen, ja. Er ist die beste Katze, er ist schon 15. Ihn gibt es schon echt lange. Jill Bundy! Ich muss halt schon zum vierten oder fünften Mal. Okay. Achso, und die Nina. Nina, ich fütter ihn dann nachher, okay? So, jetzt brauche ich wieder meinen. Immer gern, ja, ja. Meinen Wecker. So, bitte sehr. Meine Katze ist kamerascheu. Ja, er kriegt. Muss ihm halt Leckerlis geben, dann kommt er. Hier, Schätz, ich komm gleich. Vielleicht muss ich das nach meinem Geburtstag kürzen, dann bin ich dann alt. Kann ich ja nicht mehr so lange bleiben. So. So, Nina hat den Kummer gefüttert. Bitte sehr. Es war nicht 29 Sekunden. Oder ist jetzt mitgestoppt? Man muss ja fit bleiben. Ja, eh, ne? Ich mache sonst eh nichts außer dem Stream. Das passt schon. Wie es mir geht? Gut. Geht's mir. Nein, heute war ich ab. Gestern waren wir ja beim Flohmarkt. Ich bin nur viel Stuff losgeworden. Oder habe ihn quasi halb verschenkt. Und heute habe ich versucht, das Chaos in meiner Wohnung wieder ein bisschen zu reduzieren, aber mir so halb gelungen, muss ich ehrlich sagen. Aber egal, es wird. Es dauert halt so lange. 15 ist eh ein stolzes Alter, ja. Er ist auch eine Sparbüchse. Also ich bin quasi jedes Monat beim Tierarzt, Blutkontrolle, Medikamente kriegt er. Aber man macht ja sonst nichts. Bin in 10 Tagen, nein, morgen in 2 Wochen bin ich wieder beim Tierarzt. Da
So viel Lego. Nein, das ist nicht mal Lego-Chaos. Ich habe leider auch viel zu viel Kostüme und Kleidung und Schuhe und sonst Stuff. Und versuche das gerade alles loszuwerden. Das ist schwierig. Hätte ich doch Sportklamotten vor dem Stream anziehen sollen, was habe ich schon. Hey, ich bin hier im Gringotts Slytherin-Outfit und muss das machen. Ist auch kein Sportoutfit. Ja, noch geht's ja. Ne, ich glaube, es ist cool, dass so ein Cooldown drinnen ist. Sonst wird es vielleicht explodieren. Ich gebe auch alles für meine. Ja, also, ich meine, er ist jetzt eben 15 und ich. Also, solange ich es mir leisten kann, dass ich mit ihm zum Tierarzt gehe und nicht deswegen irgendwelche Dinge verkaufen muss oder so, weil es gibt ja Leute, die dann ihr Auto oder was weiß ich was alles verkaufen. Und solange es Sinn macht, dass ich mit ihm zum Tierarzt gehe, mache ich das auch auf jeden Fall. Aber er hat eine Schilddrüsenüberfunktion und ist da letztes Jahr fast draufgegangen und musste ihm nur Medikamente nehmen, beim Herz hat er auch was. Und heuer ist er nach einer Zahn-OP dann fast von uns gegangen. Ja. Aber ich glaube, jetzt passt es eh gerade halbwegs. Er schaut auch wieder viel besser aus. Hat jemand Haustiere und wenn ja, welche? Fragte Fipsi. Der Jont hat seinen Arm angebrochen. Warum? Was hast du gemacht? Gute Besserung. Hast du jetzt einen Gips oder Schiene? Und der Mac Reim hat. Sein Kater ist 17 geworden, die Katze 18, die jetzige ist jetzt 6. Hast du jetzt nur noch eine Katze? Ich habe damals vor ein paar Jahren überlegt, ob ich noch eine Katze nehme, weil der Pumba eben so viel Aufmerksamkeit wollte. Aber ich bin leider allergisch auf Katzen, also ich glaube, bei mir wären zwei Katzen nicht so gut. Wie schaut deine Katze aus? So ist das jetzt alles. Sagen wir mal. Also ich glaube, das erste Sackerl habe ich deutlich schneller gebaut, aber es macht nichts. Oh, eine taube Katze. Wow. Aber 16 ist auch schon stolzes Alter. Ja, beim Pumba habe ich das Gefühl, dass er nicht mehr so gut sieht und riecht wie früher, weil er war immer urnarisch auf Futter und Leckerlis und was weiß ich. Und jetzt muss ich ihm teilweise schon so vor die Nase halten, dass er es findet. Aber ja, ist okay. Fußball, ich wollte den Ball halten, meine Hand ist umgeknickt. Ja, das kenne ich von meinem Bruder. Mein Bruder hat, ich weiß nicht, über 15 Jahre im Verein gespielt und hat irgendwie, ich glaube es war der linke Arm, hat irgendwie so von oben bis unten alles irgendwann mal durchgebrochen gehabt. Ich weiß nicht, wie das passieren kann im Fußball. Schwarz mit einem weißen Dreieck im Gesicht. Oh, ja, so hat meine zweite Katze bei meinen Eltern ausgeschaut. Die war auch schwarz und dann da so weißen Streifen, den Bauch weiß, die Pfoten weiß. Aber oh, süß. Und hat einen Punkt da gehabt, das war die Punkti. Aber Jont, auf jeden Fall gute Besserung. Das ist auch. Wie lange hast du die Schiene jetzt? Mein Kater war zum Schluss auch blind, meine Katze war taub. Okay, dann bin ich mal gespannt auf den Pumba. Ich meine, taub stelle ich mal für die Katze urzach vor, aber blind für einen Besitzer, weil dann kackt er überall hin wahrscheinlich. Wir hatten auch einen Hund, der taub und blind war. Der war in den Kühlschrank. Okay. Okay, ja, blind war schwierig. Ja, denke ich mir, dass das schwieriger ist. So. Okay. Ich muss ein bisschen was bauen, Leute, weil die sind ja sicher schon seit einer halben Stunde fertig mit dem Sackerl, kann ich mir vorstellen. 2 Wochen. Okay, 2 Wochen geht noch. Aber jetzt ist es so hoch, dass ihr sogar ein bisschen seht, was ich da baue. So, machen wir es so. Könnt ihr ein bisschen Pumba und ein bisschen Bauen sehen. Achso. Ich sollte die richtigen Teile in die Hand nehmen. Pumba Popo. Sorry, jetzt wollte ich sein Popo.
alles um. Nee, sorry, Schatzi. Er steht noch da, irritiert. Ich habe jetzt einen Teil verloren. Ich glaube, es ist mehr als ein Teil runtergegangen. Hier ist es noch da. Egal. Ich werde schon finden, falls es irgendwo fehlt. Soll ich das so lassen? Wollt ihr das sehen, was ich dann mache? Oder ist das eh wurscht? Ist das auch runtergegangen? Bis jetzt erkennt man wirklich noch überhaupt nichts bei dem Set. Naja, oh ja, ich nehme an, das ist der erste Teil. Ups. Und der zweite, die werden wir jetzt so ineinander stecken bald. Und dann wird das auch gut halten. Aber muss ich noch ein paar Schritte bauen dafür wahrscheinlich. So ist die Perspektive gut. Na gut, dann lassen wir das mal so. So. Vielleicht baue ich mal wieder, anstatt was umzuhauen. Jetzt muss ich wieder um. Also habe ich schon alles gemacht. Oh Gott. Was ich umgehauen habe? Nein, habe ich natürlich nicht. Manchmal wundere ich mich, dass ich überhaupt irgendwas schaffe zu bauen hier. Ups. Ja, natürlich habe ich das GWP dazu. Ja, und ein Snack. Jetzt habe ich schon gedacht, da stehen. Danke, Jonte. Aber. Not so funny, funny story zu den GWPs. Ich habe das Gringotts gekauft und war mit der Nina im Stream. Im Lego Store. Und da haben wir eben die beiden GWPs. Also das Verlies und das Quidditch-GWP zu bekommen. Und dann haben wir extra beide noch was gekauft um über 40 Euro, weil der Mann, also ab 40 Euro war das Quidditch-GWP und das Verlies war gleich ab 52 Euro. Und dann habe ich extra einen Adventkalender gekauft und einen Schlüsselanhänger, damit ich das andere GWP nochmal bekomme. Und wir waren im Lego-Store halt urhyped und ich im Slytherin-Kostüm und was weiß ich, und habe auch Videos gemacht. Und dann zu Hause habe ich gecheckt, dass sie mir das GWP nicht mitgegeben haben, das zweite Mal. Also das Quidditch-Set. Und dann sind wir gestern in den Lego-Store gefahren, weil das hätte es geben sollen bis heute. Und es gab das GWP nicht mehr. Und dann habe ich es zurückgegeben. Und ich mir dachte, dann kaufe ich einen Adventkalender irgendwann später. Ich habe mich so geärgert, und ich wollte es dann nicht mehr behalten. Ja, war urärgerlich. So. Ja, urschade. Und ich meine, eigentlich gehe ich nicht davon aus, dass ich den Lego-Mitarbeiter bei seiner Arbeit kontrollieren muss. Nächstes Mal schon. Okay, jetzt wird es halbwegs haltbar. Ich habe mich jetzt beschwert gestern bei der Belegung direkt per Mail und dann haben sie mir heute Sonntag interessanterweise geantwortet und ich habe 750 Punkte auf mein Insider-Konto bekommen, aber ich weiß ja nicht, wie viel 750 Punkte sind, nicht so viel, glaube ich. Ja, es steht alleine. Ich nehme an, dass ich es bald über das andere Teil stülpen werde. Und dann, glaube ich, schaut schon cool aus. So. Also zweimal brauche ich eine Chance, okay? Ja, aber ganz ehrlich, ich meine, auch von uns, es war nicht mein Fehler, wenn er seinen Job nicht macht. Also, das sehe ich wirklich nicht bei mir, den Fehler.
Also ihr wollt ein Fun Fact, weil da ist ja immer Geschichte auch drinnen. Die Goblins hatten den ukrainischen Drachen hier angekettet, bevor ein Harry, Ron und die Hermine quasi bei ihrer Gringotts Flucht befreit haben. Steht leider auf Englisch da. Hier war der Drache dran. Der war abgelehnt von meinem Auftreten. Das war ein neuer Mitarbeiter im Lego Store. Ich habe den noch nie gesehen. Ich glaube, der war ein bisschen irritiert. Aber trotzdem sollte er seinen fucking Job machen. So, you had one job. You failed. Aber okay. Es ist ja nichts passiert. Es ist nur ein GWP. Der hätte noch 5 weitere GWPs geben sollen. Ja, sie hatten ja leider keine mehr. Ich glaube, gestern hat der Mitarbeiter im Lego-Store, den kennen wir eh. Der ist auch so, was ist der genau, Nina? Store-Filialleiter, Stellvertreter, also keine Ahnung. Der hat dann eh geschaut, ob er irgendwas anderes findet, was er mir geben kann, aber er hatte nichts. Dem hat das eh Leiter. Aber ja. Ist ja nichts Schlimmes passiert. Die haben bei uns im Lego Store leider keine fertigen Minifiguren mehr, echt? Fipsi, was ist mit euch los heute allen? Wie oft? So, jetzt lasst mich zumindest das fertig bauen. Das ist ja absurd hier. Kommt mir zu gar nichts. Oder ich rede euch zu viel. Vielleicht wollt ihr mich nicht reden hören und deswegen muss ich da und blenden. Also habt ihr gar nichts zu Minifiguren zusammenbauen selber auch? Na gut. Dann stelle ich mal wieder meinen Wecker. Hier. Drehen wir das ein bisschen lauter. Weil es eh wurscht ist. Und werde jetzt kurz blinken. Danke. Du machst mit. Okay, das war Aufruf. Alle machen mit. Ich kontrolliere das dann. Mitgemacht. Einmal kurz Hand heben. So, jetzt steckt man das tatsächlich zusammen. Nämlich konzentrieren. Es tut rückkoppeln. Ach so, sorry. Ich wollte nur Musik hören beim Planken. Gut. Also, dum, dum, dum. Ich hoffe, ich mache es nicht falsch. So. Hier ist der Bogen, hier ist das. Hier ist das der Wasserfall. Ah, das ist vorher runtergeflogen, okay.
Da fehlt auch ein Teil, sehe ich gerade. Sind wir top, wenn ich baue. Es wird spannend. Du hast es mit einem... Ja, das stimmt, dein Arm ist angebrochen. Vielleicht solltest du das nicht machen. Ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe diese Zeichnung nicht so ganz, aber okay. Macht nichts. Das heißt, hier ist der Wasserfall. Was für Volldeppen. Und da ist das Teil. Okay, maybe sollte ich aufstehen. Das Ding. So. Okay. Naja, und jetzt. Verstehe ich es nicht ganz, weil diese Technik-Bricks sollten da scheinbar weiter raus schon als sie tun. Nina, wie war das bei dir? Kontrollier unten den Stein. Welchen Stein? Bei mir jetzt dort geklemmt. Achso, meinst du, weiß nicht ganz. Achso, es muss weiter rum. Stimmt, das ist noch nicht ganz unten. True. Jetzt. Ha. Okay. Vielleicht mag ich doch Technik dann noch. Man kann es heben. Nur gut. Sonst habe ich am Weg verloren, wie ich es zusammengesteckt habe. Das ist irgendwo da hinten mit das Castle geflogen. Aber nachdem das eh nur Dekosteine sind, wird es ziemlich wurscht sein. Das wird mir jetzt auch nicht auffallen, wo es fehlt. Super. Ja. Also jetzt finde ich, erkennt man es schon. Und es schaut pretty aus. Muss ich sagen. Nicht schlecht. I like it. Müssen wir es jetzt umdrehen? Ja. Okay. Jetzt macht es mir Angst, weil jetzt muss ich es umdrehen. Aber nicht schon schief gehen. Es ist ja nur Lego. Weil unten kommt dasselbe in Rot nochmal hin. Super, dann kommen jetzt die interessanten Teile. Das ist jetzt ja voll. Okay, da fliegt schon ein weiterer Stein runter. Oh oh. Jetzt ruiniere ich alle meine Nägel, aber macht sie nichts. Reese, du brauchst was zum Kaufen, was die Community machen muss. Ja, aber ich sehe nicht, was ihr macht's dann.
Kameras. Jetzt hält's. Passt. Einen Stein habe ich verloren im Weg. Darf man es jetzt wieder umdrehen? Ja. Okay, ich drehe es mal wieder um. Und dann suche ich, wo ich sitze. Ich finde es hier komisch, mich doppelt zu sehen. Den Teil habe ich nämlich verloren. Aber Fipsi macht Vorschläge für Dinge, was die Community machen soll. Wo war dieses Teil? Okay, das kann sich jetzt noch eine Stunde an, wo ich so wo dieses Teil ist. Die Bilder, was sie gerade machen, schicken. Das wäre lustig, wenn man das für wen anderen einlösen könnte. Also, dass du sagst, keine Ahnung, der Jonte muss ein Bild schicken oder so. Aber ich meine, die müssen halt auch einwilligen, weil sonst funktioniert das halt nicht. Ich würde sie lustig finden. So, wo ist dieser Kack? Einen Brief schreiben. Okay. Ja, ich hab's übersehen, glorreich. Über Insta. Okay. Na, ich muss nochmal zurück. Danke für den Snack, vielleicht hilft der Zucker, wenn ich dieses Teil suche. Das gibt's ja nicht. Ah, ich hab's schon. Passt. Danke dir. So, lala. Weiter geht's. Ah, jetzt schaut es schon echt schön aus. Ah, jetzt seht ihr zumindest auch ein bisschen mein Disco-Licht hier. Ich find's geil, dass du schon Fipsi weißt, dass du die Nina fragen musst. Ja, wenn ihr sonst Vorschläge habt für einen Stream, was ich noch ergänzen, anders machen soll, besser machen soll. Der Kalender steht auch auf Juli. Ja, das ist aber tatsächlich absichtlich. Zum Teil noch. Weil das Augustbild fand ich wirklich hässlich. Es gefällt mir nicht. Das finde ich eigentlich wieder cool. Vor allem, das passt so gut, weil meine Familie und ich haben alle im September Geburtstag. Aber das ist mit so einer blöden Schnur da montiert. Da müsste ich die Schnur komplett runterschneiden, eine neue holen und wieder reinhängen. Und ich habe es bis jetzt vergessen. Dann könnt ihr mich per Instagram erinnern, dann mache ich es vielleicht. Ich sollte im Kalender vielleicht einfach unten... Was kommen denn noch für Bilder? Nee, das gefällt mir nicht. Das ist okay, ja. Ja, das ist nett, aber nicht schön. Okay. Also vielleicht im September irgendwann.
Ja, es ist September, aber ich habe bis jetzt noch nicht dran gedacht. Du bist jetzt der Erste, der sich beschwert hat. Die letzten Beschwerden waren immer im August noch und dann habe ich gesagt, ja, im September dann. Ja. Aber erinnert es mich dran, abseits vom Stream, dann tausche ich es mal. Die leidet aber auch so unter ihrer Community. Wer, ich? Nein, ich finde sie lustig. So. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden jetzt mit diesem Ding. Ich finde es cool. Ups. Ich muss schon Teil entgehen. Wir sind aber schon so lästig, da kann sie nicht noch 30 Sekunden für Männer machen. Okay. Nein, ist jetzt nicht so lästig. Okay, das ist zweimal, weil sonst hätte ich mich gewundert, dass schon wieder so viele Teile übrig sind. Sind sie aber gar nicht. Aber es freut mich voll, dass das scheinbar einmal übrig bleibt. Das ist super. Gleiches. Ja. War ich so falsch von dem Bot? Nein, doch. Okay. Find die Höhenangaben von dem geil, wo das hinkört. Das Jahr gründliche, ja, das ist eh ziemlich stabil. Justin kauft mein Snack, danke. Da freue ich mich. Das wundert mich gerade, dass das überblieben ist. Aber ja. Und weil ich hab's gerade gesehen. Schaut, Justin, was einmal zu viel drinnen ist. Und gut, weil die gibt's die von Blue Bricks? Ich glaube nicht, oder? Hallo! Gulfstream, Gulfstream. So. Nee, gehe ich richtig davon aus, dass 9 nur ein Sackerl ist. Ich meine, es ist jetzt genau 20 Uhr. Ich habe meinen Jago Mark jetzt noch immer nicht aufgebaut. Ja, Justin, ich mag eh auch mal mit dir streamen, weil... Was wollte ich mit dir streamen? Ah, ich wollte meine Stones-Zunge beginnen. Und noch irgendwas wollte ich machen.
Solche Ketten gibt es manchmal wirklich doppelt. Bei Bluebox muss man sich die Ketten selber zusammenknüpfen. Okay. Weil ich brauche solche Ketten, weil ich ja den Drachen runterhängen lasse vom Regal zum Verlies. Den muss ich kaufen dann. What are you building? I'm building Ringotts, actually. For Dungeons. Feierabend. Die Nina antwortet auch nicht mehr. Was? Ja, ist nur ein Sackerl, okay. Hast du nicht ganz viele... Ja, die Nina auch, ich habe goldene Ketten. Aber der Drache ist Silber, das ist auch mit viel mehr Grau. Ich nehme dann keine goldenen Ketten, das soll schon pretty sein. Soll ich jetzt noch Sackerl 9 bauen? Ja, okay. Aber es ist das letzte Sackerl. Ich muss noch ein bisschen fernschauen dann, wobei ich muss vorher meine Couch noch... Ich glaube, das ist schon trocken. Wobei es schaut gerade schlecht aus. Jetzt sollte ich es nicht so zusammenpuschen. Kriege ich dann im Nassen. Den würde ich noch zuschauen. Okay. Ja, das schaut eh okay aus. Das sind mal große Teile und auch mal ein bisschen Farbe wechseln. Das ist jetzt gut. Sehr. Kannst du auch selbst Ketten bauen mit Technikelementen? Ja, trust me, ich war bei Lego Marvel und ja, ich kann sicher bauen, aber ich habe keine Steine. Und ich habe kein Bluebricks. Der Pumba? Gleich in der Küche. Der Pumba hat momentan eine Wasserschüssel, 4 Schüsseln mit Futter und eine für Snacks, weil er dauernd alles antrocknen lässt. Das älteste ist von gestern Abend, dann gestern Nacht, heute früh, Vormittag und Nachmittag. Ja, er ist ein Fraßsack. Justin. Und wenn der Alex auf Urlaub ist, hören wir uns fast gar nicht. Unsere Gruppe ist so still. Wir sollten dem Alex sagen, er soll uns Beach-Fotos schicken. Ich schreibe ihm das in die Gruppe mit schönen Grüßen von mir. Wie viele Ballons machst du? Mein Gott, wer wird deine Mama eigentlich? Welche Serien und Filme hast du geschaut? Und Justin, magst du zu mir putzen kommen? Ah, das Teil ist zu lang. Ich vermute, wir brauchen 300. Du weißt nicht, wie alt deine Mutter wird? Ich hoffe, sie schaut nie in diesen Stream rein. Meine Mutter wird mich killen, wenn ich das nicht weiß. Danke, Justin. Ich habe die 3 Rufzeichen geschaut und Lego Master Schweden. Was sind die 3 Rufzeichen, bitte? Und genau dieses Teil, was ich gerade baue, haben wir schon irgendwann mal gebaut bei Gringotts.
Meine Mutter wird 300. Ja, das wäre eigentlich eine medizinische Sensation. Ich würde dann gerne ein Foto von ihr sehen, bitte. Ist wie die drei Fragezeichen mit Detektiven. Nur, dass es Mädels sind. Aha. Das habe ich noch nie gehört, aber klingt eigentlich ganz gut. Oh, da ich. Ist nicht reingebracht? So. Schau eigentlich außer der Nina heute irgendwelche Damen zu? Justin, ich habe heute schon, du warst noch nicht da, aber ich habe schon 1 Million Mal geplankt, aber okay, lass mich den Bauschritt noch fertig machen. Und ich habe eben was falsch gemacht. Ha. Ich habe die langen statt kurzen. Hm? Nein. Hä? Ach so. Warte. Nichts falsch. Wir sollten aufpassen, was ich tue hier. Gut gemacht. Hey, und Kniebeugen. So, Moment. Okay. Also sonst dürfte ich sie nicht einschalten. So. Macht's wieder mit, alle. Justin, das geht auch an dich, kein Jammern. So, wer hat jetzt mitgemacht? Ich bestehe auf den Kniebeugen. Ihr habt es echt eingelöst. Achso, oh, das habe ich nicht gesehen. Sorry, warte kurz. Ich baue nur das fertig. Das ist an mir vorübergegangen. Und jetzt kriege ich einen Snack auch wieder weiter. So. Und meinen Snack daher. Dann baue ich das fertig. So. Okay. Chat aufgrund von Scrollen angehalten. Okay. Da könnt ihr jetzt auch wieder mitmachen, alle. Ich bin mal nett, ja, danke. Okay.
Seht ihr das auch schon? Irgendwann hat den Pumba voll gefüttert. Ich werde die Kamera auf den Pumba drehen. Gebe ihm was zu fressen. Dann kann ich schnell Pipi gehen. Kannst du dem Pumba zuschauen. Ah ja, die Nina. Danke. Das ist praktisch. Kann ich auf die Toilette gehen und es ist immer noch jemand da. Kannst du Wandsitzen hinzufügen? Ja, ich glaube, ich habe keine Wand, wo ihr das dann seht. Dann brauche ich am Morgen nur 2 Sportkurse statt 3. Ich fühle mich wie ein NPC bei Knieborden. Warum? Ja, mein Wandsitzen wäre eigentlich auch lustig, aber... ich bin mir nicht sicher, ich habe da keine Wand richtig, wo ihr das seht. Danke, Errol. Ups. Der Bumm ist gerade gefüllt geworden. Was gibt's denn dahin? Das gut heute. So. Eigentlich wollte ich dieses Sackerl schnell bauen, aber schaut nicht so ganz so aus. Eigentlich? Ach da. Ja, die Nina muss auch nicht dauernd planken und Kniebeugen machen. Jetzt Zeit zum Bauen. Hampeln. Na, also Hampelmänner mache ich sicher nicht. Ich glaube, das ist je nach Outfit gefährlich. Das sind schon die Planks mit dem Rock ein bisschen. Mimi, ja, macht ihr mal was? Ich mache mich hier zum Karlsperl. Hallo Kenobi Bricks. Außerdem Wiener jammern immer, das liegt in unserer Kultur. Das darf man. So. Ja, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Jetzt habe ich vorher gejammert, dass ich so wenig Cola trinken darf. Darf es gut tun. Na? Und dann habe ich es geschafft, dass ich es warm werden lasse. Deutsche jammern auch immer, aber über die sagt man es gleich nicht so nach, oder? Über die Wiener sagt man es echt immer. Die Deutschen haben das Jammern erfunden. Das ist bis jetzt an mir vorübergegangen. Der Pumba liegt jetzt echt super, weil ich finde wieder mal nichts. Wir sudern. Ja, aber sudern und jammern ist dasselbe, Nina.
Oh, schade. Der Kenobi-Brooks kommt, ich kriege einen Snack. Danke. Das ist sehr lieb von dir. Chill jetzt. So. Sieht's wieder seinen Kopf. Ich sag's, wir brauchen immer noch eine vierte Kamera für den Bummi. Kann dann immer so irgendwie. Also jetzt sieht's mir halt nicht so da von außen auf dem Tisch sein. Wir kommen halt genauso weit, dass wir nicht die Schienen bauen. Das macht nichts. Mittwoch, nein, Dienstag haben wir gesagt. Dienstag gibt es den nächsten Stream. Der baut die Nino dann auch wieder mit. Und da gibt es dann, glaube ich, die Schienen. Christoph! Noch lädt's nicht. In der Kammer gibt es dafür das eigentlich auch hübsche Grafiken. Ich lenke jetzt einfach kurz ab. Für dieses Einlösting. So. Ups. Au. Na gut. Wie oft habe ich jetzt geplankt oder eigentlich habt ihr mitgezählt? Oft. Okay, Christoph. Siebenmal. Na gut, das geht ja noch. Flanking Queen. Was hältst du von den Leaks des neuen UCS? Nein, du hast keine Ahnung. Habe ich noch nicht gesehen. Kannst du mir auf Insta schicken, dann kann ich es mir anschauen. 21 bis 35 Mal. Nein, nein. Also ich glaube... Wobei, mit den Abständen geht es eigentlich eh. Ist okay, das Blinken ist nicht so schlimm. Ich mach nicht... Ich drücke immer erst auf die Taste, wenn ich unten bin. Und ich sehe dann schon die Zeit abgelaufen unten, bevor der Ton kommt. Also das sind schon 30 Sekunden. Außerdem blink du mal 30 Sekunden. Bevor du hier irgendwelche Forderungen stellst. Der Konto steht nicht auf 29. Okay, ich baue schon wieder alle Schritte durcheinander hier. Okay, ich brauche so eine Einseitenanleitung, wo ich mir so eine Seite mit Schritten ist und dann die nächste, dann kann ich nicht vorbauen. Aber mir fällt sie dann eh mal auf. Du bewunderst mich, das wäre zu anstrengend. Also für 30 Sekunden, ich konnte mal eben 4 Minuten 30 planken. Jetzt muss ich tatsächlich auf den Link klicken. Ich hoffe, mein Computer kackt nicht ab. Ich muss sagen, ich kann optisch mit so Raumschiffen halt wenig anfangen, um ehrlich zu sein.
die Turbinenlicht oder was das sein sollen, schon cool aus, die Türkisen. Oder war es jetzt ein altes? Nein, das muss ein altes sein, oder? Nein, das ist neu. Ja, es ist eh okay. Riesi, schau in die Gruppe. Ist ein Foto vom Alex da? Das muss ich mir nachher in Ruhe anschauen. Schienen kommen mit Sackerl 10. So ein Pech, dass wir heute nicht Sackerl 10 waren. Sogar zwei. Sind sie sexy? Jetzt sollte ich es doch anschauen. Das kann ich mir nochmal schicken. Oder verarscht du mich wahrscheinlich? Der Pumba, ihr seht es nicht, aber okay, ich zeig's kurz. Hier ist ein Schweif und die Anleitung, der zuckt und möchte mich dauernd weghauen, weil sie stört, dass ich hier baue. Also, ich bräuchte irgendwie einen Schreibtisch, der doppelt so groß ist. So, weiter war nichts Ablenkung hier. Wegs auf den Traum. Na, das habe ich schon mal gemacht. Und dann hat alles runtergehauen. Das ist keine gute Idee. Wie weit ich schon bin? Bauschritt 465. Da sehen wir der Unterteil Gringotts. Der ist eigentlich schon echt massiv. Und den nächsten Sackerl am Dienstag ab 18 Uhr kommen dann die Schienen rundherum. Seht sie wieder, zuckt mir ein Schweif. Ich mag das gar nicht. So, oder? Jetzt habe ich gar nichts mehr zu trinken, weil ich schon so lange stream. Ich brauche einen Stream-Sklaven, der mir Futter bringt und. Futter sage ich schon. Ich kann Pumper essen und trinken bringen. Zweimal. Nein, das Ganze baut man zweimal. Warum sagen sie das nicht gleich? Das nervt. Dieses ganze Teil muss man jetzt zweimal bauen. Das sagen sie, wenn man fertig ist. Danke, Liebe. Streamsklave, soweit kommt es noch. Erstmal Sport. Ja, dachte ich mir auch. Ja, und der gut die Planks macht. Wollt ihr jetzt meine Planks kritisieren? Mache ich sie nicht gut? Ihr werdet es noch schauen. Ich habe da oben. Darf ich das jetzt machen? Da oben ist ja meine. Lego-Kopfmaske. Vielleicht bin ich irgendwie ein Streamsklaver, der dann. Der mit der Maske dann dasteht und der mir meine Snacks immer bringt. Das wäre schon cool. Also für mich die Planks. Ja, das wäre auch lustig, glaube ich, auszulachen. Sind perfekt, okay. Ja, ich kann normal nur Planks mit Spiegel. Also normal, ich mache normal eh keine mehr. Aber früher, wenn ich mich hier gemacht habe mit Spiegel. Darum weiß ich nicht, ob sie eh gerade sind. Leicht bekleidet. Ja, das wäre noch besser. So ein sexy Sklave leicht bekleidet. Aber dann meine Sklaven besser. Ja. Ich meine, meine Arbeitskollegin mag jetzt mal kommen mit mir streamen, aber ich glaube nicht, dass sie das leicht bekleidet macht. Aber sie ist sehr hübsch. Hier kommt einen guten Twist. Ja, vielleicht sollte ich das in meiner Insta-Story posten. Streams, glaube ich. Das Schlimme ist, ich glaube, da würden sich wirklich Leute dann bewerben. Ich meine, I could try. So, Pummi, Leckerlis. Nein, dann müsste die Nina dann aber auch hier sein. Sonst mache ich das nicht. Die Person weiß halt dann, wo ich wohne, das ist das Problem. Ich
dann extra nach Wien komme. Okay? Ich würde mich nie. Ja? Einmal schauen. Ich meine, ich könnte es in der Story posten alleine, um zu schauen, wer sich da bewirbt. Und dann sage ich, wir müssen ein Casting machen und die Leute müssen Bewerbungsvideos schicken. Du hast ein Technikteam, das sind deine Sklaven. Das sind nicht meine Sklaven, das ist mein Team. Scheiß auf 10 Stunden Zugfahrt für 250 Euro. Es wäre schon geil, wenn da jetzt irgendein Sklave wäre. Den könnte man da jetzt einen Chai Latte bringen oder so. Würde ich nicht nein sagen. Also gut verdienen sollte man auch. Nein, der muss das ja gerne und freiwillig machen, wenn es ein Sklave ist. Kannst mir suchen helfen. Und er sollte vertrauensvoll sein und mich nicht umbringen dann oder so. Das hast du jetzt gesagt. Ich habe das nicht so gemeint. Okay. Jetzt vergeben wir das Lachen. So, ich mache diesen Bauschritt fertig. Okay. So. Vielleicht kann ich mir das Foto vom Kackvogel währenddessen als Motivation anschauen beim Blenken. Wobei ich nicht weiß, was für einen sich kriegt, aber wahrscheinlich nur bescheuertes. Achso, jetzt Blank. Also, Aufruf an alle wieder. Hier ist die Kamera. Macht's mit. Ich habe das Stream-Niveau gesehen, ja? Das stimmt, bei mir ist immer ein hohes Niveau. Ich bin so Stream-Butler, ja? Ja, das, so könnte ich suchen auf Insta, suche Stream-Butler. Und Frank, das wäre schon actually cute. Das heißt, ich suche eine Person aus Wien oder Wien-Umgebung, die einen Frack besitzt. Und for free im Stream mich bedienen möchte. Stream dienen. Darf ich Ihnen ausreichen? Ja, so Knetfrau. Vielleicht könnte ich auf Tinder danach suchen. Vielleicht findet man da was. Wieso, was hast du gegen Tinder? Auf eBay? Ich weiß nicht, ob man auf eBay sowas findet. Ja, ich sehe schon wieder nur die Top-Ideen hier. Kleinanzeigen. Justin kennt sich aus mit Kleinanzeigen.
immer dieselben Bauschritte aus. Gibt's eh, glaube ich, du kannst nur eine kaufen. From Vienna. Ich glaube, diese Memes hat der Oliver eingeschaltet und gehabt, immer für ein Abo, oder? Ich habe mich früher damit gar nicht auseinandergesetzt. Und jetzt habe ich ja mein Technikteam, nicht meine Sklaven, mein Technikteam. Okay, das passt. Habe ich auch die Dinge eigentlich? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, ich habe alle erwartet. Kann ich euch zuspammen? Das war früh lustig, dass sie dann durchs Bild so geflogen sind. Das gibt's nicht mehr, oder? Die gibt's alle. Aber ich muss sagen, das ist eigentlich mein Favorite nach Pumba. Mein dummes Gesicht. Ich werde Twitch nie so ganz verstehen, das macht nichts. Ich auch nicht. Und ich stream hier. Freue ich mein Technikteam. Wir machen alles. Damit ich mich zum Kasperl machen kann. Aber jeder soll das machen, was er gut kann. So. Wobei die Nina kann streamen und Technik machen. Fehlt mir ein Teil schon wieder. Und hier ist es. Schön, wie jetzt hier die Emojis explodieren. So, Dreamfall, how did you find my stream? Ich finde es immer so lustig, wenn irgendwelche Leute random einschalten. Weil es mich immer interessiert, ob die nach Lego gesucht haben. Oder ob dieses tolle Setup so interessiert. Der Pumba ist gerade nicht da. Wenn er zurückkommt, gebe ich sie mich. Halt in Evidenz. Wir müssen vor dem Ende eh noch 10 Minuten Technik einlegen. Heute? Okay. Was, bevor ich offline gehe? Na, oder? Ah, shit, das war das falsche Teil. Aber ich werde schon besser, mir kommen meine Fehler schneller. Nein, das war eh richtig. Oh Mann, ich werde schon müde hier. Ich muss so lange arbeiten. Hey Rob, again. We still need our streaming. Date. And look, sooner we'll be finished with the dungeons. Looks really nice. Ich habe nicht gesubbt, ich kann das alles nicht. Aber irgendeins hat die Nina gesagt, kann man mit Punkten kaufen. Okay, ihr seht echt gar nichts, was ich da mache, oder? So, oder? Ich finde es so geil, wie ich immer dieselben Schritte auslasse in der Anleitung. Nämlich alles, was ich vorher ausgelassen habe, beim ersten lasse ich jetzt auch aus. Also ich glaube, manche Sachen sind einfach nicht so auf meinem Horizont. Also Horizont, aber so. Das blende ich scheinbar gut aus. Ein Message, yes? Please send me a message on Instagram. I know, and I saw that you're almost finished. Looks nice, though, too. So. And when we stream together, be prepared to do planks and squats. I had to do it like 10 times today. Nur für 24 Stunden. Naja, aber besser als gar nicht.
musst du dann zu Beginn vom Stream einlösen, dann hast du sie bis zum nächsten Mal wieder. So. Jetzt habe ich das Ganze nochmal gebaut. Yay. Zweimal. Okay, und jetzt kommt Money, Money, Money. Das ist der Haken dabei. Ja. Ich müsste wieder mal so einen Stream machen. Es war eigentlich, oh, das war die falsche, lustig mit dem 12-Stunden-Streams und quasi für jedes Sub noch, was war das, eine halbe Stunde länger oder so. Das war uranstrengend. Das Geld ist so lieb. Und jetzt ist ein Drachen drauf, nämlich. Seht ihr das? Da ist besser, glaube ich. Ist es scharf, hoffentlich? Das war ja ein langer Abend. Ja, weil ihr mich so viel Sport machen habt lassen. Cool Geld, ja. Vielleicht kann ich damit im Lego-Store was kaufen. Okay, das kommt hier rein. Was will ich hier schon sagen? Ah, hier kommt ein Diamant rein. I see. Okay. Also in einem ist Geld und im anderen. Schon nice. Das bleibt scheinbar übrig. So. Also, wieder damit ihr was lernt, Kinder. Im Verlies 687, das ist das von der Harry Potter Familie. Und man soll aufpassen, dass das Geld von Harry gut sicher aufbewahrt ist. Und das Verlies 713 ist die Top Secret Location. Ich muss nicht sagen, was es ist. Wie wäre es mal mit einem 24-Stunden-Stream mit viel Lego? Boah. Also ich glaube, ein 24-Stunden-Stream würde ich nur als Spendenstream machen. Ich wüsste sonst nicht, welche Motivation ich aufbringe, 24 Stunden aufzubleiben. Es sind 12 Stunden schon uranstrengend. Also man könnte potenziell einen Weihnachtsspendenstream machen. So. Jetzt müssen wir das anbringen, Kinder. Also das Money kommt wohin? Nicht hier, oder? Oh ja, hier. Technikbricks sind schon praktisch. Aber so. Hier ist das Geld. So. Ich denke 3 in 1 Achterbahn. Und das andere. So viele Optionen gibt es eh nicht. Das muss man nicht machen. Es wäre cool, ich habe übrigens, das habe ich in der Story gepostet von LightGo, habe ich Licht bekommen für das Harry Potter Icon Set und angeblich schicken sie mir das für das auch Licht, aber jetzt habe ich ein bisschen Angst, dass man das gleichzeitig mitbauen muss. Das wäre nämlich urschlecht, weil ich möchte es nicht nochmal auseinanderbauen. Okay. Ab. So. Wir sind fertig mit 9 Sackerln. Ist nicht schlecht. Wir haben 470 Bauschritte geschafft. Und Schatz, im nächsten kommen tatsächlich die Schienen dazu.
Und ich glaube, nächstes Mal kommen die Schienen und dann, warte mal, wir bauen nächstes Mal, sagt dann 10, 11 und 12 wahrscheinlich. Jetzt schaue ich, ob der Sack, also der Drache sagt, dass 12 ist. Sonst kommt der erst wieder nächstes Mal. Yes, der Drache ist sagt halt 12. Das heißt, wahrscheinlich, wenn wir schnell genug sind, außer die Schienen sind schwierig, ich habe noch eine Schiene gebaut, actually. Dann gibt es nächstes Mal noch den Drachen. Und heute war es urcute. Ich habe irgendwie, war ich auf einmal im Algorithmus drinnen in lauter Harry Potter Reels. Und habe so Audition-Videos gesehen von Harry, Ron und Hermine. Und den Daniel Radcliffe, der hat irgendwo in einem Film oder so von England mitgespielt und die Produzenten vom Film wollten ihn unbedingt haben und seine Eltern haben eigentlich gesagt nein, weil sie nicht wollten, dass er so lange in Amerika zum Filmen ist. Und dann sind sie irgendwie privat mal, wie sie im Kino waren, hingegangen und haben dann den Vater überredet, dass er zu einer Audition kommt und sie wollten ihn halt haben und dann hat der Vater irgendwie eingewilligt. Und dann war ein anderes Video urlustig, da haben die drei, da waren sie im ersten Film und haben irgendeine Filmrequisite kaputt gemacht und haben dann so getan, als wäre es nicht kaputt, weil sie nicht wussten, dass sie gerade in dem Moment gefilmt werden. Das war sehr witzig. So, aber jetzt kann ich euch dieses Bauwerk noch zeigen. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich es auseinander habe, wenn ich es in die Hand nehme, aber es wirkt eh stabil. Ich glaube, man kann es dann nicht mehr so gut nehmen, wenn die Schienen dran sind. Aber schaut, da ist der goldene Becher im Verlies. Da ist dieser Wasserfall, durch den sie durchkommen, der die ganze Magic wegwischt. Und da ist das Verlies mit dem Upsi-Diamanten. Da von meiner Hand ist das Geld. Ja. Es ist sogar zu groß zum Herzeigen. Ah, ich bin urstolz. Das ist mein größtes Technik-Ding bisher, das ich alleine gebaut habe und es hält scheinbar. Ja, es ist schon sehr cool. Ich bin nur happy damit. Dann. Tischplatte drauf, fertig. Ja, stimmt, so als kleiner Tisch wäre das eigentlich eh lustig. Nein, nein, das kommt da hinten ins Regal. Ich glaube, es kennen noch nicht alle. Es kommt, mein Finger, da zwischen die zwei Schiffe kommt das Verlies und einfach drüber kommt die Bank. 429 Euro kostet die Bank. Gute Idee. Ja, weil sonst hätte ich tatsächlich keinen Platz gehabt, weil das ja urhoch ist. Wo stellt man das sonst hin? Na gut. Ich habe jetzt echt lange gestreamt, weil ich dachte auch dafür, wenn ich alleine streame, werde ich nur 2 Stunden streamen. Jetzt habe ich doch fast 3 Stunden gestreamt. Sieht sehr schön aus. Ja, danke. Es sieht sehr schön aus. Jetzt kann ich die Figur noch hinstellen. Der nächste Stream findet jedenfalls... Ach so, ich quatsch noch 5 Minuten und die Nina schaut nebenbei. Okay. Also falls es jetzt ruckelt, die Nina steigt wieder mal in meinen TeamViewer ein, weil sie hat jederzeit Access zu meinem Computer. Ich quatsch noch 5 Minuten. Ja, dann stellt sie mir bitte Fragen. Dann kann ich diese Fragen beantworten. Ich kann auch so irgendwas reden. Aber jetzt dachte ich schon, ich beende es, Nina. Nina, du kannst mir eine Frage stellen. Aber wir haben heute tatsächlich nur einen Sticker aufgeklebt. Die kommen alle erst. Aber ist so sad. Aber ich habe heute... Wie groß bin ich? 1,68 bin ich. Wie groß seid ihr alle? Dienstag müsst ihr Überstunden machen, muss bis... Boah. Ich glaube, so lange können wir nicht streamen, wenn wir um 18 Uhr beginnen. Vor allem am nächsten Tag ist Arbeit. Das ist schwierig. Welche Snacks wird es am Dienstag geben? Ich glaube, ich muss es schaffen, einkaufen zu gehen, weil sonst werde ich keine Snacks haben wahrscheinlich. Oder habe ich noch irgendwas? Ja, ich glaube, ich muss einkaufen gehen. Chips sind halt leider schlecht, weil dann schmatze ich die ganze Zeit. ja, Schokolade ist immer gut. Mal schauen. Nee, du hast das Fenster leider vorhin Chat gegeben. Sehe ich nicht. Boah, der Mac rein ist 208 cm, das ist riesig, weil der Oliver war schon 1,93, was mir urgroß vorgekommen ist. Nicht schlecht. Danke fürs Follow, Freakily. Der Erwin ist 1,87, auch groß. Christoph hat 74, Fipsi ist 1,58. Dann Chips, bitte. Also, ihr wollt mich schmatzen hören? Okay. Aber Christoph, ich glaube,
Bist du dann zu Hause mit streamen? Danke für das Follow, Wilma Rea Kroll. Das sind immer so tolle Namen, ich komme mir dann immer so schlecht vor beim Vorlesen. Es erinnert mich früher, wie ich als Krankenschwester war in der Ambulanz, wenn man Leute aufgerufen hat mit sehr schwierigen Namen, nicht aus Österreich. Hufflepuff, nice, I'm Slytherin. Jetzt war dein Sound beim Follow. Ah, okay. Ja, ich höre den Sound nicht, aber ihr hört es. Auch gut. Meine Lieblingsfarbe. Pink mag ich sehr gerne. Türkis mag ich sehr gerne. Und eigentlich mag ich Sonnengrün auch gerne. Aber wenn ich jetzt eine Farbe auswählen müsste, wäre es pink. Ich weiß jetzt, wo schlecht ist, weil jetzt mag jeder pink wie in dem Barbie-Ding. Aber ich mochte schon immer pink. Ja, die Nina ist mein Technik-Team. Gemeinsam mit Stefan. Die machen alles für mich und darum haben sie immer Access zu meinem Computer. Ja. So. Gibt es noch Fragen? Das ist lustig. Boah, der Zopf hat jetzt schon wehgetan. Ja, die Nina muss mir immer alles richten. Die ist überarm mit mir. Die dauernd Projekte. Ich weiß nicht. Ich träume ja von dem Tag, wo meine Wohnung leer ist und alles aufgeräumt und sauber und nichts in der Wohnung ist, was nicht in die Wohnung gehört. Sklavin? Na, ich hoffe nie. Also ich glaube, manchmal macht sie es nicht ganz freiwillig, aber in der Regel, glaube ich, macht sie es schon halbwegs freiwillig. Aber ich finde es spannend, Nina, weil mein Mikrofon liegt da mitten am Tisch und ihr hört es mich scheinbar und keiner beschwert sich. Hätte ich das Tischmikrofon vielleicht trotzdem nicht gebraucht. Wobei, falls mal Gäste da sind, ist es sicher besser. Ich habe ein Tischmikrofon. Ja. Wie soll ich das jetzt formulieren, wenn ich den Sklaven suche auf Instagram? Butler, klingt das besser? Helfer? Das Webcam-Mikro? Aber ich habe es genauso aufgetrieben wie immer und wie ich getestet habe, hat es eigentlich ausgeschlagen beim Rode Mikro. Welche Haustiere hattest du? Immer nur Katzen. Willigen Dienstboten, das klingt jetzt auch nicht besser. Also wie ich auf die Welt gekommen bin, war schon die Medi da, die erste Katze von meinen Eltern. Das war so eine dunkelbraun, leicht getigerte Katze. Sie war urlieb, immer wenn man krank war, hat sich dazu ins Bett gelegt und so. Das war voll cool. Und dann kam die Punkti, was ich vorher schon erzählt habe, diese schwarze Katze mit dem Punkti im Gesicht. Und dann die Poldi, die gibt es immer noch, die ist ein Jahr älter als der Pumba sogar, die ist jetzt 16 geworden. Weil die hat meine Mama vor 16 Jahren zum Geburtstag bekommen von meinem Bruder und mir. Das waren meine Haustiere und der Pumba, also immer nur Katzen. Und irgendwelche Käfer oder so, die sich halt in die Wohnung verirren. Aber ich finde es lustig, dass ihr immer alle noch zuschaut, obwohl ich gar nicht Lego baue. Sehr schön. Katzenweste, ja voll. Okay, die Nina sagt, wir müssen das offline machen, weil es ist schlechte Qualität. Zeit vor Erfolg jetzt, schön. Ich will jetzt auch selber Folge. Finde ich gut. Ja. Also wenn ihr noch Fragen habt, noch schnell. Kann ich noch die letzten Fragen beantworten und dann gehe ich scheinbar offline. Schatz, ich bin eigentlich das Sklave. Ich muss hier streamen und sprechen, weil niemand das sagt. Ja. Ah, ich habe eine Frage an euch. Welche Augenfarbe habe ich? Ich habe das nämlich schon öfter versucht herauszufinden. Ich glaube, ich habe jetzt vorgestern eine Antwort gefunden, aber ich bin mir nicht sicher. Beste Frage. Stream-Sklave. Vielleicht sollte ich den Streams umbenennen, dann hätte ich noch mehr Zuschauer. Aber ich glaube nicht die richtigen. Grün, grau. Ja. Ist schwierig. Braun? Braun? Na, braun habe ich sicher nicht. Ich überlege zwischen. Um wie viel Uhr streamst du am Dienstag? Um 18 Uhr. Stream ich. Weil früher ist es mit der Arbeit immer ein bisschen schwierig, weil die Nina und ich wissen nicht genau, wann wir rauskommen. Weil es kann auch schon mal 5 sein und 18 Uhr ist am realistischsten immer.
zum Streamen. Sonntag haben wir überlegt, ob wir teilweise auch früher streamen, aber also heute war Nina gar nicht dabei. Und bei mir hat die ganze Family im September Geburtstag und wir haben dann am Sonntag irgendwelche Feiern, da wird 18 Uhr eh schon knapp. Schwierig zu erfahren. Ich meine, ist es scharf jetzt? Sieht man es besser? Ich kann nicht schauen. Es kommt mir ein bisschen cringe vor. ja. Nächste Woche ist eben ein Highlight, weil meine Mama hat eben am Donnerstag, also mein Papa hat schon letzte Woche Geburtstag gehabt, meine Mama hat am Donnerstag, mein Bruder am Sonntag und ich dann eben übernächste Woche. Und Sonntag, die Feier von meinem Bruder, wird am Mistfest sein, weil in Österreich gibt es jedes Jahr das Mistfest im September. Und wir feiern am Mistfest. Also es ist mit so viel Kinderprogramm, mein Bruder, der hat zwei Kinder, deswegen sind wir dort, aber ich finde es einfach so lustig. Okay, sagt auch alle unterschiedliche Sachen. Aber grau sagen eigentlich viele. Okay. Ja, ich dachte immer so grün, blau, grau, aber ich habe so ein Online-Ding und da steht auch blau, grau. Ja. Was ist mit dem Mistfest? Warte, ich google das jetzt und lese dir vor, was es dort gibt. Das ist lustig. Das ist vom Magistrat, das halt für die Müllabfuhr in Wien zuständig ist. Das Mistfest ist jedes Jahr im September ein Fest für die ganze Familie mit Informationsständen, Kinderflohmarkt, Mistquiz, Ausstellungen, Vorführungen und Musik. Der Eintritt ist frei. So, Highlights, Klimatour, 48er Tandler Outlet, das ist so ein Flohmarkt-Ding. Kinderflohmarkt, Technikcenter Bastelstation, da kann ich jetzt mit meinen Gringotts-Skills hingehen. Müll-Mini-Golf, das klingt ja actually ganz cool. Bullriding, Karussell der Fundgegenstände oder Nina meldet es jetzt ein. Schön. Okay, jetzt bin ich der Mist. Flying Fox, das ist nichts für mich. Riesenrad, hey, das ist so groß, weil wie ich das letzte Mal dort war, gab es kein Riesenrad. Boulderwand, Fotostation, kann ich dann posten, ein Foto vom Mistfest. Kinoraum, Hubschrauberhanger und Gastro. Sonntag sind Rettungshunde und irgendwelche drei Acts, die ich nicht kenne. Ja, Nina, man hätte beim Kinderflohmarkt sich anmelden können und mitmachen. Ja. Und der Fipsi geht, sonst reicht sie mit diesen Müllinformationen. Das verstehe ich. Ja. Aber danke, dass ihr meine Augenfarbenfrage beantwortet habt. Jetzt weiß ich, dass die scheinbar am meisten grau sind und vielleicht ein bisschen andere Sachen noch. Unbedingt. Ja, Nina, du kannst auch beim Mistfest vorbeischauen. Das ist sicher doch. Sehr schön, das Wichtigste des Abends. Ja, meine Augenfarbe ist geklärt. Jetzt sind alle Zuschauer informiert über das Mistfest. Dienstag, 18 Uhr, Stream mit Nina und wir bauen dann die Schienen und so weiter. Und wenn wir schnell genug sind, den Drachen. Also es wird sicher spannend. Ja, schlaft's gut, habt einen schönen Sonntag. Jetzt habe ich tatsächlich 3 Stunden alleine gestreamt. Eigentlich ist es erschreckend, wie lange ich Blödsinn durchreden kann, aber ja. Und danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.